Wir fahren weiter mit dem Orient Express. Wir haben heute zwei neue Charaktere dabei, wenn auch zwei Spielerinnen, die schon länger mit unterwegs waren, beziehungsweise einmal Gast gestarrt haben und jetzt erneut Gaststarring sind für diese Folge. Wir kommen heute in Belgrad an. Ja, ich habe eine Zwischenstation übersprungen, weil sie nicht wichtig ist für das Gesamtergebnis und wir ja ohnehin hier eine starke Lichtkampagne machen. Belgrad, das merkwürdig abgelegene Haus im Wald. Worin die Charaktere eine ältliche Sammlerin finden und hernach zur Herausgabe eines Armes zu bewegen haben. Ich mag solche Untertitel. Und du hast so ein bisschen Foreshadowing, oder? Ja. Und wir haben relativ spontan letztes Mal beschlossen, nicht zu spielen, weil unsere Runde doch stark zusammengeschrumpft war und ein bisher existierender Charakter und zwei neue dann, glaube ich, ein bisschen das Gleichgewicht herumgerissen hätten. Außerdem ging es mir nicht gut und ich weiß es zu schätzen, dass ich auch mal spontan sagen kann, mir geht es nicht gut und die Leute sagen, ist okay, mach Pause. Heute geht es mir, zumindest was das angeht, gut und ich freue mich drauf. Und das Tolle ist, ich habe das Abenteuer schon vorbereitet gehabt. Das heißt, ich musste nur kurzfristig einmal reinschauen. Orient Express, beziehungsweise Horror im Orient Express, ist eine der drei großen Kampagnen für Call of Cthulhu oder Cthulhu. Und es ist mehr oder weniger, man fährt mit dem Orient Express durch Europa und erlebt in jeder wichtigen Stadt auf der Strecke ein Abenteuer und irgendwie haben die auch miteinander was zu tun. Aber es ist schon ziemlich eindeutig, dass dieses, wie wäre es denn, wenn wir einfach eine Kampagne entlang der Strecke durch Europa machen, im Vordergrund stand und dann wurde ein Grund dafür gefunden, warum man das tut. So oder so suchen die Leute aber nach Teilen einer Statue. Im Auftrag von einem Professor Smith, der ihnen dafür Reisegeld zur Verfügung gestellt hat und dann einer Brand zu Opfer fiel, beziehungsweise schwer verletzt im Krankenhaus landete. Und sein letzter Auftrag war eben, jetzt ohne ihn loszufahren und mysteriöse Dinge zu suchen und hat euch dafür eine Reihe an Notizen und Kontaktpersonen mitgegeben. Zuletzt wart die Truppe in Triest. Und dort haben sie mit dem Geist des Vaters der modernen Archäologie, Winkelmann, gesprochen, der tatsächlich noch einige Artefakte in der Stadt verborgen hatte und als Geist umging. Und sind so darauf gestoßen worden, dass das Bein, das sie gesucht haben, der Statue, sich vermutlich nicht in der Stadt Triest befindet, sondern in den Höhlen von Postumia, eine Fahrstunde entfernt. Wunderschöne, legendäre Tropfsteinhöhlen, in denen allerdings etwas gelebt hat, das Manifestation von allen finsteren Gedanken und der Melancholie und der Depression ist, aber auch in gewisser Weise künstlerischer, ja, Inspiration, könnte man sagen, auf düstere Art und Weise, ein Leugor. Aber in erster Linie für die HeldInnen schlicht und einfach ein Ding, das eine Reihe von Menschen hat, die ihm Artefakte zuführen, weil es sie hortet. Eine Art kalter Drache, der im eisigen Wasser dieser Höhlen lebte. Dementsprechend gab es auch Schusswechsel, Streit und geworfene Granaten seitens der Leute, die als Kultisten diesem Ding hörig waren. Aber Vernon McAllister, dem Schreiberling der Gruppe, ist es gelungen, nachdem er mehr oder weniger aus Verzweiflung ins Wasser gesprungen ist und bei dem Monster angelangte, in Verhandlung zu treten, das Bein mitnehmen zu dürfen und stattdessen ein anderes Artefakt dort zu lassen. Und dann mit einem verletzten Robert Gilmore und einem weiteren Statuenteil unter dem Arm ist die Truppe zurückgekehrt zum Orient Express. Seither seid ihr wieder ein paar Tage unterwegs, habt euch erholen können. Bei diesem Versuch, den Balkan zu überqueren, gab es auch diesmal keinen Aufhall, also keinen Punkt, an dem plötzlich Leute die Schienen blockiert und den Zug erobert haben, um ihn auszurauben, so wie das letzte Mal, als ihr versucht habt, in die Richtung zu fahren, was das Leben von Madame Obscure gekostet hat. Und was ihr, glaube ich, auch bekommen habt auf dem Weg weiter nach Belgrad, ist Post. Ich kann mir vorstellen, dass Vernon McAllister vielleicht einen Brief bekommen hat von Susan. Oder will Susan das gänzlich als Überraschung halten, dass sie zu ihm stößt?
Ich habe ihm tatsächlich nicht geschrieben, dass ich komme. Ich werde ihm ein paar Mal geschrieben haben auf seiner Reise, wie es ihm denn so geht, ob alles in Ordnung ist. Und diese Briefe haben dann irgendwann so eine gewisse Dringlichkeit gehabt, wann er denn wieder nach Hause kommt, ob er denn bald wieder da ist. Und dann hat er sehr lange nichts gehört. Vielleicht beunruhigt ihn das, vielleicht beunruhigen ihn aber andere Dinge akut mehr. Niemand wird es ihm übel nehmen. Ich denke ja, So. zweiteres, ja. Nehmen wir jetzt weiteres. Mario Pedersoli hingegen fragt sich, was mit seinem besten Kumpel, Carlo Girotti, passiert ist, nachdem dieser in Venedig kurzfristig einen Job angenommen hat, einer kleinen Gruppe von internationalen Reisenden auszuhelfen und danach mit einem Loch in seiner Brust aus einem Glockenturm gefallen ist. Einem großen Loch. Einem großen Loch hat Nein, einem großen herausgefunden. Turm. Brennendem Glockenturm. Das stimmt, ja. Mit einem Loch in der Brust aus einem brennenden Glockenturm gefallen ist. Und nach etwas Recherche oder etwas andere Leute recherchieren lassen, ich weiß nicht, wie Mario da so ist, ließ sich herausfinden, wer die Leute waren, die Carlo angeheuert haben und wo sie sich aktuell befinden müssten, wenn sie mit dem Zug weitergefahren sind. Das heißt, Mario Pedersoli steht im kühlen Belgrad, da wo die Save und die Donau zusammenfließen. Früh am Tag, als der Orient-Express sich nähert, mit einer großen dunklen Dampfwolke darüber hängend und kreischende Bremsen, als er einen in den Bahnhof einfährt, am Steig, zusammen unter anderem mit einer jungen britischen Dame, die auch sehr aufmerksam dem Zug entgegenschaut, Robert Gilmore, von Freunden Robbie genannt, ich weiß nicht, ob ihr ihn so nennen dürft. Er hat sich zumindest etwas erholen können, dank auch der hervorragenden Ärzte, die der Orient Express mit sich führt. Es gibt immer noch einige Verbände, gerade an den Schultern und an der linken Halsseite, aber der größte Teil seines Gesichts ist wieder anschaubar und nicht mehr geschwollen von Hitzeeinwirkung und Druck. Und vor allen Dingen, was vielleicht das Wichtigste ist, seine Hände sind vollständig unversehrt geblieben. Aber trotzdem, Schmerzmittel werden weiterhin angeboten. Das ist die Frage, ob Robbie die sich durchaus auch nimmt. Ich meine, wir sind 1920ern. Das ist alles Material, was heute höchst illegal wäre, fürchte ich. Schmerzmittel und Whisky zusammen machen. Lustige Dinge, deshalb wird er sich da, soweit, solange man ihm das anbietet, wird es kein Nein geben. Gut. Gute Kombination. Das heißt, er ist vielleicht trotzdem überraschend guter Dinge, Yay! als ihr in Belgrad einfahrt. Und als der Zug endlich zum Stehen kommt und die lauten Rufe von den Schaffnern durch die Gänge hallen, wisst ihr, erstens, ihr habt fast den ganzen Tag Zeit, in der Stadt zu verbringen. Oder könnt auch, wie schon ein paar Mal, schlicht und einfach den nächsten Zug nehmen und euer Gepäck umladen lassen. Und zweitens, ihr habt einen Kontakt in der Stadt, Dr. Milovan Todorovic. Ich sitze am Klavier und spiele beschwingte Weisen. Ja, mehrere Leute sitzen daneben und haben auch trotz oder wegen der Uhrzeit schon einen Drink in der Hand und trällern leise mit oder machen ein paar beschwingte Swing-Schritte neben dem Klavier im Salon. Was machen denn Vernon McAllister und Julius Petersen? Ich bin definitiv einer von denen, die ungeachtet der Uhrzeit einen Whisky vor sich stehen haben und ich mache vermutlich, ordne ich Notizen und schreibe mir Dinge auf. Ja. Eine ganze Ich bin Reihe an. eher Nein. Julius ist mit eher in Gedanken versunken, wie er möglichst schnell Ersatz für seinen für die Tommy Gun auftreiben kann, wenn wir nächsten Mal ein bisschen Zeit haben. Die ist ja leider flöten gegangen. Tja. Gut. Gönnen wir währenddessen
Ich glaube, Bier. Ein schönes Bier. Die Sache ist, wie gut kennt sich denn Herr Petersen aus mit Jugoslawien? Nicht so gut. Diesem kuriosen Staat, den es seit dem ersten, seit dem großen Krieg gibt. seit dem großen so Krieg, gut. dem ersten ja. und letzten dieser Größe. Genau, dem einzigen dieser Art, den es geben wird. Ja, der Krieg. Wahrscheinlich geht es davon aus, dass man irgendwo einen Büchsenmacher auftreiben könnte, dass man nicht unbedingt versuchen muss, in der Unterwelt einkaufen zu gehen, weil die Kontakte hat er hier halt nicht. Ich meine, es ist das Land, in dem der Schuss abgefeuert wurde, der den Krieg ausgelöst hat. Also, dass es hier Waffen gibt, da bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist halt, wie man sie kaufen kann. Ja. Aber gut, ihr seid in Belgrad, nicht in Sarajevo. Ihr seid im serbischen Teil Jugoslawiens. Und dementsprechend wird der Zug auch mit dem serbischen lokalen Dialekt überflutet, der für Leute, die nur so eine vage Ahnung haben, zumindest eine Ähnlichkeit zu anderen slawischen Sprachen hegt. Ein bisschen ähnliche R's und ein paar ähnliche Endungen. Viele Dobridans, die ihnen durch die Gegend geworfen werden. Aber in der Regel unverständlich, so man denn sich nicht damit beschäftigt habt. Mario hat einen Zettel mit Beschreibungen der Leute, die er sucht. Das hatte ich gehofft. Ja, ich steige auch mit aus. Wir haben ja einen Kontaktmann. Mhm. Wer genau hat denn die Information über den Doktor? Ihr habt Vernon keine... wahrscheinlich, oder? Ja, wahrscheinlich. Ja, wenn es in irgendeinem Schriftstück steht, dann ziemlich sicher ich, ja. Mhm. Vernon, haben wir eine Adresse? Haben wir eine Adresse? Da steht nur Museum der Stadt Belgrad. Na dann. Das ist so ähnlich wie eine Adresse. Ja, Museum mit ist, oder? Die junge, dritte, angezogene Frau am Bahnsteig tritt immer so relativ nervös von einem Bein auf das andere, lehnt sich immer wieder vor und guckt, ob denn jetzt schon irgendwie jemand aussteigt. Und bei den wenigen Leuten, die schon aussteigen, schaut sie dann immer und guckt dann ein bisschen enttäuscht. Und irgendwann dreht sie sich dann so, ja, fast ein bisschen schüchtern zu dem Mann neben ihr um und versucht auf sehr, ja, sehr nettem Englisch, entschuldigen Sie, sprechen Sie Englisch? Ein bisschen. Ah, sehr gut. Warten Sie auch auf jemanden? Ich spreche sehr langsam. Mhm. Ich gucke sehr, ich nicke sehr langsam und sage, ja, das könnte man so sagen. Und dann gucke ich immer zur Tür, wer da jetzt gerade so rausgeht und einen Zettel in der Hand und immer wieder wird kontrolliert. Und es ist... Sie kennen die Person gar nicht? Ja. Wir werden uns kennenlernen. Da bin ich zuversichtlich. Hm. Wie schön. Ich und Sie warten Sie auch? Ja, auf meinen Cousin. Cousin. Mhm. Mhm. Cousin. Ja, sowas Ähnliches. Ich es ist eine Gruppe, die mit meinem Cousin bereist ist. Wie ein Seelenverwandt. So, ja. Ist Ihr Cousin denn noch dabei? Bedauerlicherweise nicht. Sowas kann sich nicht jeder leisten. Ich konnte auch nicht mit diesem Zug fahren, sonst wäre ich vielleicht schon früher zugestiegen. Ja, ich muss eine Sache mitnehmen, die ihm gehört hat. Ja, wie schön. Und Sie? Ich wollte nur gerne meinen Cousin sehen. Nur den Cousin sehen? Hm? Hat er auch etwas, was Sie... Ich meine, brauchen Sie Hilfe? Nein. Ach, ich bitte Sie. Nein, es ist soll ein netter Familienbesuch sein. Ich musste mal raus aus der Großstadt und. Ja, nett ist immer gut. Ist er denn schon dabei gewesen? Ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich werfe mal so einen ganz, ganz unauffälligen Blick auf diesen Zettel, mit dem du da stehst. Mhm.
Ich gucke immer wieder hoch und wieder runter und wenn ich das mitkriege, erst dann. Kann ich denn vorher was lesen? Das ist die Frage, wie gut ich, wie gut wer auch immer geschrieben hat. Ich finde irgendwie einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Okay. Können wir machen. Kann der immer abhelfen. Wow, eine 11. Ja, ich denke, dann hast du was lesen können. Ich habe das gemalt eigentlich. Okay. Kann ich was lesen, was mir bekannt vorkommt? Ja. Ja, also da stehen Namen drauf, nehme ich an. Oder nur Beschreibungen. Ich würde sagen, beides. Die Informationen, ja, die sich Mario besorgt hat, sind umfassend. Okay, gut. Dann werden ihre Pupillen kurz groß. Sie blinzelt mit den Augen. Warum steht mein Cousin auf Ihrer Liste? Was? Ihr Cousin? Wie konnten Sie das lesen? Ich habe sehr gute Augen. Das ist italienisch. Dein Name ist nicht italienisch. Ja. Wer ist denn ihr? Dann drehe ich den Zettel um. Wer ist denn Ihr Cousin? Vernon McAllister. So. Vernon hört jemanden beim Aussteigen mehrere Schritte weiter in einem Gespräch Vernon McAllister sagen. Ich habe wahrscheinlich irgendwie einen Zettel in der Hand und zucke so hoch und versuche herauszufinden, wer das gesagt hat. Deine überaus, hoffentlich, geliebte Cousine. Und ein relativ großer Italiener Schlägertyp. Su? Und okay, also ich sagte so vor mich her, das heißt, und meine zwei Kumpels werden es vermutlich, also werden wahrscheinlich irgendwo in der Nähe stehen und das hören. Und ich gehe dann ein bisschen schneller vorwärts. Er kennt die junge Dame offenbar, Herr Petersen. Was für ein Gespräch, der gerade stattgefunden hat. Ihren Hut ab und wedelt damit in der Luft, damit er rüberkommt. Was macht also eine gewisse Ähnlichkeit ist bei dem auch schon sichtbar, oder? Das sind wir inzwischen bei Julius ja bestimmt, oder? Ja, ja. Nachdem wir es mitgemacht haben. Wenn man sich mal das Leben gerettet hat, gegenseitig dann. Genau. Sollte man sich duzen. Ja, dann begrüßen wir die Dame doch mal, oder? Vernon! Was machst du denn hier? Ja, sie fällt ihm einfach ganz unzeremoniell um den Hals und drückt ihn fest. Ich drücke sie zurück. Ich bin ja so froh. Es war eine so schreckliche Reise, es war so furchtbar unbequem. Ich habe bestimmt 3 Tage lang auf einer Holzbank gesessen und dann hatten wir eine Panne. Eine Panne. Ein Rad ist gebrochen. Ich bin nicht so bequem gereist wie du in diesem Zug. Oh, hallo. Hallo. Sie guckt so ein bisschen um, bis die anderen runterkommen. Bequem ist ein Wort, was man benutzen könnte, ja. Aber bist du nicht, du hattest mir geschrieben, bist du nicht eigentlich theoretisch auf dem Weg nun über das große Wasser? Vernon, möchtest du uns nicht mal vorstellen, uns bekannt miteinander machen? Ja. Also Vernon bückt sich und hebt die Büchertasche, die ihm aus der Hand gefallen ist, wieder auf. Mitreisenden, könnte man sagen. Das ist Herr Julius Peters aus Deutschland. Mr. Robbie Gilmore. Petersen. Es ist mir eine Ehre. Da werde ich dir so einen Handkuss auf die Hand hauchen. Oh, sie wird gleich rot. Robbie Gilmore sieht halt so aus wie Clark Gable, ne? So ein Monjou-Bärtchen. Was ist mit seinem Gesicht? Ist alles in Ordnung? Der Hals ist halt bandagiert noch, aber das Gesicht, habe ich vorhin gehört, ist erfreulicherweise in Ordnung geblieben, genau wie die Hände. Ja, sie wird sehr rot. Also sie wird schon bei Herr Petersen rot und bei Herr Gilmore wird sie dann sehr rot und guckt so ein bisschen nach unten auf ihre Schuhe. Ausgezeichneter Jazzpianist, so sagen zumindest die anderen Menschen im Zug. Und dreht sich dann so um, dreht sich wieder zurück. Sind meine Mitreisenden. Ich habe das schon verpasst. Sie haben mich in Kur geschickt. In Kur, du weißt schon. Ich ahne. Dann habe ich beschlossen, dass das alte Hollymoor nicht so ganz der Ort ist, an dem ich gerade sein möchte. Und dann habe ich gedacht, eine kurze Reise sehr weit weg wäre angemessen.
tut ja auch was für die Seele. Tut definitiv was für die Seele. Ja, tut was für die Seele. Ich hasse Schiffe. Also, das war jetzt schon das zweite Mal. Und ich gucke, was ich machen soll. Verzeiht sie. Es tut mir leid. Vielleicht besprechen wir das später. Das ist übrigens, sie guckt drüben zu ihrem großen Tumpen-Wartegenossen. Tump? Naja, der sieht eben halt so großen, breitschultrigen. Ich war mal Schwimmer. Ja, sag ich doch. Ich habe sie gar nicht mit dem Namen gefragt. Es tut mir so leid. Mario Pedersoli. Angenehm. Das ist Mario Pedersoli. Wir haben hier gemeinsam gewartet und ich glaube, er sucht nach Ihnen. Ja, das tue ich. Nach uns? Ich allerdings bin ich verwirrt. Es müsste sich eigentlich noch eine relativ auffällige Dame dabei befinden. Zumindest laut meiner Beschreibung. Schwarzes. Er hat leider das Zeitliche gesegnet. Ah, was mich direkt dahin bringt. Reisekrankheit. Reisekrankheit, ja. Ähnlich wie euer oder ihr Aufenthalt in Venedig war? Eine Dame, die gerade eben auch ausgestiegen ist und das Gespräch halt mithört, sagt auch empört: Reisekrankheit? Überfallen? Wir wurden überfallen auf dem Balkan. Wir sind immer noch auf dem Balkan. Oh, gute Güte. Wir werden hier aber bestimmt nicht überfallen. Aber ja, diese Reise steht tatsächlich bisher nicht unter einem sonderlich guten Stern. Sie werden immer weniger. In Venedig war ich leider noch nicht im Zug, dazu kann ich nichts sagen. Sie sind auch nicht auf meiner Liste, tatsächlich. Ja. Was ist das für eine Liste? Eine Liste? Eine Liste. Abschlussliste? Nein, es ist keine Abschlussliste. Ich suche nach etwas. Nun, Carlo Girotti. Wer ist das? Das ist mein Cousin. Ja, natürlich. Mein Cousin, ja. Der Name sagt Ihnen nichts. In Venedig hatten Sie einen Aufpasser. Ja, korrekt. Ich erinnere mich, dass wir einen Kontakt hatten mit dem Namen. Ja, der hat es zeitlich gesegnet, relativ zeitnah. Es ist heute relativ gefährlich in Ihrer Nähe. So. Das kann man so 7, 8 Stunden. Kann schon mal tödlich sein. Nur die Besten sterben jung. Nun, ich wüsste gerne, wie das große Loch in seine Brust gekommen ist und wer ihm das verpasst hat und warum. Ihr Cousin ist tot, das haben Sie aber nicht gesagt. Ja, ich wollte Sie nicht beunruhigen. Wir wollen uns darüber lautstark auf diesem Bahnsteig unterhalten. Nicht die beste Idee. Wir uns eine ruhigere Ecke suchen. Ja, ich könnte einen Imbiss vertragen. Einer von den Pagen nähert sich auch. Entschuldigung, sollen wir Ihr Gepäck in ein Hotel bringen lassen? Sie haben da mehrere sehr große, schwere Gepäckstücke. Wer jetzt wir? Nein, er wendet sich an McAllister, Petersen und Gilmore. Im Zug lassen ist wahrscheinlich keine gute Idee, also ja. Nein, bitte ja. Was? Nein, bitte ja. Entschuldigung. Also nein, im Zug lassen ist keine gute Idee, bitte in ein Hotel bringen ist eine gute Idee. Ja. Welches Hotel denn? Empfehlen Sie uns eins. Genau. Nun, ich könnte Ihnen das Hotel Excelsior empfehlen. Wo sind wir? Am Bahnhof. Oder so. Das Hotel Srpski Kralj. Excelsior kann ich nicht aussprechen. Ansonsten das Hotel Moskwa oder das Grand Hotel Petrograd. Das ist direkt gegenüber des Bahnhofs. Das klingt gut. Das ist eine gute Idee, ja. Gut, das Grand Hotel Petrograd. Ich werde mich dort auch für eine Zimmerbuchung kümmern. Ihre Bekannten kommen dort auch unter? Ja. Ja. Ein gemeinsames Zimmer oder? Nein. Nein, 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 nein. Nein? Also ich möchte gerne ein eigenes Zimmer, wenn es ein recht ist. Ein Einzelzimmer für die Dame, ja, natürlich. Und danach werden eine Reihe von Koffern und dann in Vorhänge, Morgenmäntel und andere große Stoffteile eingeschlagene, schwere, längliche Dinge aus dem Zug getragen und bitte auf den Gepäckwagen befördert. Bitte vorsichtig damit. Sehr empfindlich. Das sieht sehr groß und schwer aus.
Es ist beides. Hm. Ja, das sehe ich. Ich bin ja nicht blind. Wie wäre es? Wir führen das Gespräch gerne in der Konstellation im Hotel fort. Natürlich. Wir könnten eine Kleinigkeit essen dabei. Ja, Imbiss. Ja. Ich bin ein bisschen abgefuckt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Im Hotel wird es ja bestimmt irgendwie noch einen Salon geben, wo man sich zurückziehen kann. Hundertprozentig. Und in der Abwesenheit von eurer französischen Freundin, Guinevere, wird irgendjemand anders das Geld aktuell verwalten. Die bleibt mit ihrer Freundin noch ein paar Tage in einer anderen Station und kommt irgendwann nach. Oder auch nicht. Das werden wir sehen. Ich verfüge hier über gewisses Maß an Wohlstand. Das werde ich schon irgendwie organisiert kriegen. Dann nehmt doch das. Ja, wir haben ja einen Geldkoffer, den muss man irgendwer mitnehmen. Ach so, ja, gut, dann nehme ich den mit. Wenn wir das Hotel betreten, würde ich als allererstes gerne an der Rezeption, da gibt es doch bestimmt Streichholzbriefchen mit dem Aufdruck des Hotels. Ja. So eins würde ich gerne einstecken. Ja. Das hilft enorm, wenn man in volltrunkenem Zustand nach Hause zurück muss, dass man das dann dem. Sehr gut gedacht. Na gut, ja. Gute Erfahrungen mit Hotelessen gemacht haben in letzter Zeit, ja. Das hier wirkt auf jeden Fall etwas größer und auch professioneller als das Hotel mit den Geistererscheinungen, wo ihr in Triest untergekommen seid. Pagen öffnen euch die Türen. Roter, hochfloriger Teppich ist zwischen dem Eingang und der Theke, wo die Gäste empfangen werden, der Rezeption ausgelegt. Ein Flügel steht zwischen mehreren geschmackvoll arrangierten Topfpflanzen. Das gesamte Hotel ist ein bisschen altmodisch, aber ursprünglich sehr luxuriös gewesen. Ich schlage mal so im Vorbeigehen zwei Tasten auf dem Flügel an, ob der gestimmt ist. Vor ein paar Wochen, würdest du sagen, wurde er zuletzt gestimmt. Das ist mehr, als man häufig antrifft. Ja, er wurde gestimmt, auf jeden Fall professionell, würdest du sagen. Nice. Aber es ist ein ganz kleines bisschen schon wieder her und es ist kühl und feucht im Frühjahr. Es wird die Leute vom Zug und dergleichen kümmern sich um Zimmer für euch und euer Gepäck wird hochgebracht. Und eine Angestellte kommt in eure Richtung gestöckelt. Würden denn die Damen und die Herren gerne etwas essen oder darf ich sie an die Bar geleiten? Gerne etwas essen. Wenn Sie haben, irgendwie einen kleinen Salon, wo wir privat speisen könnten. Ich kann Ihnen ein Separé geben, ja? Ja, sehr gut. Im Restaurant ist nicht viel los. Und es gibt da leicht erhöht so eine Reihe von kleineren Eckchen, wo man Vorhänge zuziehen kann, um ein bisschen Privatsphäre zu haben. Wo für euch dann Essen und Getränke gereicht werden, während ihr euch niederlasst. Die Stühle knarzen unter Peter Solis breitschultrigem und durchaus auch muskulösen Körper, als er sich niederlässt, während Susan McAllister eher wie so ein kleines Püppchen wirkt, das in all diesem Chins und Kitsch fast mehr verloren wirkt. So bist du hier nun auf der Durchreise, um Urlaub zu machen, wegzukommen von zu Hause, oder planst du mich auf der Reise zu begleiten am Ende? Also, um ehrlich zu sein und entschuldigen die Herrschaften, ich will sie da wirklich nicht mit reinziehen. Das ist schon alles sehr privat und das ist mir äußerst unangenehm, aber ich bin abgehauen. Und ich habe kein Geld mehr und ich wollte unbedingt zu dir. Du bist der Einzige, der mich versteht. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Und du bist der Einzige, der dafür sorgen kann, dass ich nicht auf dieses furchtbare Schiff muss, um diesen furchtbaren Mann zu heiraten, den ich noch nie gesehen habe. Ich meine, was ist er? Womit macht er sein Geld? Düngemittel? Lennox? Limited? Ich bitte dich. Das ist doch. Also, habt ihr doch sollte nie gesehen? Niemals Männer heiraten, die man nie vorher gesehen hat. Wer tut sowas? Stimme ich Ihnen zu. Ich finde das für unsere heutige Zeit absolut unangemessen. Allerdings regelrecht barbarisch. Nur weil ich schon über 30 bin, heißt das noch lange nicht, dass das. Wie sagt man? Der Zug abgefahren ist? Sie sehen doch höchstens aus wie 24, gnädige Frau. Oh, danke. Das ist sehr nett von Ihnen. Aber also ich bin abgehauen. Und ich habe nicht vor, Sie werden mir wahrscheinlich ein neues Ticket für die Transatlantikstrecke buchen. Und ich bin ja schon froh genug, dass ich auf dem anderen Schiff mitgefahren bin. Das ist vor Grönland haveriert, habe ich gehört. Egal. Also auf jeden Fall, du musst mir helfen. Bitte. Bitte. Nun, das mit dem Geld ist dann, es wird die geringste Sorge sein, momentan zumindest. Das ist immer gut.
Außen also ich war auch länger nicht auf der Arbeit, weil ich in Kur war. Das heißt, ich habe ein bisschen was gespart, aber das hat mich gerade bis hierher gebracht. Ja, das ist ja auch nicht gerade um die Ecke. Nur ich, aus verschiedenen Gründen kann ich nicht, also ich werde diese Reise beenden müssen. Das ist prima, ich komme ein. Ja, es ist nicht ganz ungefährlich, möchte ich dazu sagen. Wenn du an irgendeiner, an einem Punkt, möglichst früh, hoffe ich für dich, nicht für mich, die Entscheidung triffst, nicht mehr die Reise fortzuführen, bekommen wir das auch irgendwie hin. Ich glaube, unsere Reisekasse ist gut genug gefüllt oder zumindest mein Anteil der Reisekasse dürfte eine Weile ausreichen. Ausreichen. Das sollten wir ohne Probleme hinbekommen. Und ich gebe dir recht, Vernon, also ich würde sogar noch eher weitergehen und in Frage stellen, auch wenn ich sie sehr gerne dabei hätte, ob das die beste Idee ist. Es ist halt wirklich nicht ganz ohne Risiko in letzter Zeit gewesen. Dann erzählen Sie doch mal. Also wie gesagt, alleine die letzte Strecke hierher mit dem Überfall auf dem Zug. Der Überfall auf den Zug, das passiert doch alle Nase lang. Ja, es kommt darauf an, wer überfällt, nicht wahr? Ja. Und wer war das? Das die Wesen, Armee. Das. Nein. Nicht die Armee, aber es hatte schon ein bisschen was davon. Sehr schwer bewaffnete viele Leute. Das war. Angehalten haben uns irgendwelche überbewaffneten Landstreicher. Das war auch nicht das Problem. Das Problem war. Schritt wird der Vorhang aufgezogen. Und neben euch steht mit einem erst fragenden und dann verwirrten Gesichtsausdruck der türkische Gentleman, der schon öfters euch aufgefallen ist, der in eurem Zug mitreist mit seinen nach Kräutern duftenden Zigaretten, von denen auch jetzt eine zwischen den Fingerspitzen hat. Oh, Verzeihung. Der mein Abteil teilt, oder? Mhm. Mit ihm. Makriat, glaubst du, heißt er. Ja. Mr. Makriat, möchtest du mit uns... Möchten Sie mit uns essen? Oh, wenn noch ein Platz frei ist. Ich dachte, ich wollte Freunde treffen, aber das. Ich will nicht leugnen, dass Sie auch durchaus meine Freunde sein könnten, aber nicht die Freunde, nach denen ich im Moment gerade gesucht habe. Ich ging davon aus, dass Sie hier sitzen würden, weil. Aber offensichtlich haben Sie sich verspätet. Dann stehe ich so auf, lege ihm so die Hand auf die Schulter, drehe ihn so halb wieder zu dem Vorhang und sage, dann wünsche ich noch viel Glück bei der weiteren Suche. Dankeschön, Mr. Gilmore. Freut mich zu sehen, dass es Ihnen besser geht. Abteil. Spätestens dann. Bis später. Zieht er wieder zwischen die Lippen und schlendert wieder davon. Lockert dabei seinen Hemdkragen ein bisschen und summt vor sich hin. Ich würde einen Moment warten. Ja, Entschuldigung. Der Herr fährt in unserem Zug mit und teilt mit mir ein Abteil. Ich kannte ihn aber vorher nicht. Ist wie im Knast hier. Und dann, ja, luxuriös, aber ja. Ich habe eine Vermutung, wer eventuell seine Freunde sein könnten. Und ich würde dann in meiner Büchertasche ein bisschen kramen. Die Dinge, die verladen wurden, sind, und dann schiebe ich ein paar Zeichnungen von den Teilen von der Statue auf den Tisch. Teile einer Statue. Und seine Freunde, nehme ich an, ich glaube, ich habe sogar das Ouroboros-Amulett geklaut von dem einen Typ. Oder zumindest mitgenommen und würde das auf den Tisch legen. Seine Freunde suchen auch nach dieser Statue. Ja. Oder nach uns, wahlweise. Mhm. Ja, uns haben sie ja schon gefunden. Also er weiß ja, wo wir hier sind. Und wenn das seine Freunde sind, sollte man meinen, dass er das irgendwie kommunizieren kann. Also würde ich vermuten, dass sie eher mit der Statue her sind. Was sollen die von uns? Sie werden das jetzt trotzdem alles nochmal erklären müssen. Nun, ja, fangen wir doch mal ganz vorne an. Ich versuche es mal in drei Sätzen, ja? Viel Erfolg! Ich bin zu den beiden Herren hier und zu der Dame, von der Sie offenbar von Hörensagen wissen, gestoßen und habe herausgefunden, dass Sie durch Europa reisen, um Teile einer Statue für einen amerikanischen oder britischen Archäologen zusammenzusuchen. Britischen. A1. A2... es gibt offenbar mindestens eine weitere Gruppierung, die ebenfalls nach diesen Statuenteilen sucht und zu der schlecht getarnt der Herr, den ich gerade eben rauskomplimentiert habe, gehört. Er reist mit uns im Zug. A3, das Ganze hat noch eine übernatürliche Komponente. Wir werden von einem zweifellos nicht den Naturgesetzen gehorchenden Wesen verfolgt,
wie soll ich sagen, es scheint eine Art untotes Wesen zu sein, das Blut trinkt und sich in Nebel verwandelt. Und französische Lieder pfeift. Und französische Lieder pfeift. Das klingt jetzt alles sehr merkwürdig. Und ich bin noch nicht betrunken. Das kommt erst noch. Also, reisen Sie einfach eine Zeit lang mit uns mit. Dann werden Sie das schon mitbekommen. Das habe ich jetzt vor. Das ist der Zeitpunkt, wo Sie sich entscheiden sollten, ob Sie ernsthaft Lust haben, ein fröhliches Selbstmordkommando auf der Suche nach den restlichen Statuenteilen mitzumachen. Nun, Selbstmordkommando sagen, aber das klingt doch alles sehr aufregend. Nun, Carlo hat es. Ja, Carlo, sorry. Also, ja, ich schreibe durchaus an einem neuen Buch und nein, das ist nicht meinem Hirn entsprungen, sondern tatsächlich passiert. Und Carlo hat es immer geschafft, sich in der Nähe von Menschen aufzuhalten, die in irgendeiner Form, in der Nähe von Geld. Und sagen wir es mal so, er schuldet mir noch was. Ich würde mich also dranhängen. Wie stehen Sie denn zu Carlo? Nun, wir sind sowas wie eine Schicksalsgemeinschaft. Wir kennen uns aus dem Knast. Hm. Tragen Sie zufällig irgendwelche Tätowierungen? Ist der Papst katholisch? Ja. Schon eine private Frage. In dieser Form, und ich halte das Amulett nochmal hoch. Wahrscheinlich nicht. Ouroboros. Das, glaube ich, wäre jetzt nicht das. Dazu müsste ich ja Bildung haben, um zu wissen. Also, man hätte das dazu sagen können, danke. Ja. Also eine Schlange, die selber ist. Insofern. Nun, nein, sowas nicht. Dann eine Meerjungfrau. Fühlen Sie sich frei, versuchen Sie nicht zu sterben auf dem Weg. Ich würde mir das gerne mal angucken, dieses Amulett. Gibt es da noch irgendwas Bemerkenswertes dran? Oder ist es wirklich einfach nur ein Ouroboros? Es ist ein recht schweres Metall. Ich würde fast sagen, eine Bleilegierung. Und alt. Also es hat eine Patina gebildet an den vertieften Stellen. Aber du hast genau so eine Darstellung auch noch nicht gesehen. Es ist nur relativ offensichtlich, was es darstellen soll. Es ist eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt. Keine Inschriften, keine Herstellerinformationen, also keine Signatur oder ähnliches. Nein. Made in China, meinst du? Wo stammt das her? Es trug ein nicht mehr lebendiger Mensch vor den Höhlen von Triest. Nicht mehr lebendig. Es ist Toten. Das. Es ist. Ihr habt ein Grab geplündert. Es ist. Nein. Er war frisch verschieden. Sehr frisch. Es war nicht mein Tun. Sehr frisch. Eine soeben gestorbene Person und der habt ihr es abgenommen. Also, es ist halt nicht ganz ungefährlich hier, diese Geschichte. Das muss man schon sagen. Ich muss auch noch eine Frage stellen. Wer hat Carlo jetzt wirklich umgebracht? Von uns niemand. Vermutlich die Gruppierung um den Herrn, der gerade eben hier war. Das ist aber eine reine Vermutung. Da habe ich keine bisher. Aber Sie müssen es doch wissen. Sie waren doch dabei, oder nicht? Nein, ich war in Venedig nicht. Ja. Also, naja. Also ich war schon mal in Venedig, aber nicht mit diesen Herren. Es war wie folgt. Wir sind, wenn ich mich richtig erinnere, auf diesem Glockenturm da hoch. Ja. Und jetzt wird es schwierig zu glauben. Das ist mir vollkommen bewusst. Ich weiß, was ich sage und ich weiß, wie das klingt. Da war halt auch wieder dieses komische Ding, dieses Wesen. Und wir haben versucht, uns dagegen zu wehren. Ich habe auf das Ding geschossen, das hat auch nicht viel gebracht. Dann habe ich eventuell irgendwann das Ding versucht anzuzünden, hat auch nur so leidig gut funktioniert. Und er hat dann versucht, es zu schlagen oder so. Und naja, das Ding hat ihn, ich glaube, aufgespießt, regelrecht, und dann runtergeschmissen, wenn wir weggerannt sind. Und da hat alles gebrannt. Feuer scheint allerdings sonst ganz gut zu funktionieren. Also es hält es ein bisschen ab, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass es davon Schaden nimmt oder so. Es hat es halt nur abgeschreckt, mir nicht. Und Sie sagten, die Person trinkt Blut. Nicht die Person. Ich würde es das Ding nennen. Ich glaube, das Ding. Person ist, glaube ich, der falsche Begriff für sowas.
Naja, ich weiß, klingt ganz merkwürdig, aber... So merkwürdig klingt das gar nicht. Wenn Sie mir irgendwann die richtige Geschichte erzählen wollen, dann höre ich zu. Wie gesagt, kommen Sie einfach mit. Also Sie sehen auch groß und stark aus. Sie können da bestimmt was ausrichten gegen das Ding. Wir sind auf der Suche nach noch zwei Teilen. Die Teile sind relativ schwer. Ich würde Ihnen empfehlen, sie nicht mit bloßen Händen zu berühren. Das ist ein wirklich gut gemeinter Rat. Es fehlen es geht ja nur um die Bezahlung letzten Endes. Alles andere ist mir dann ja auch egal. Naja, aber ob sie tot sind, das ist ihnen ja nicht egal, oder? Ja, das haben schon ganz andere versucht. Gut. Vernon? Ja? Und Erik für mich? Es fehlen der Kopf und der Torso? Der Kopf und der, ein Arm, richtig? Ein Arm, Kopf genau. Und ein Arm, okay. Den Torso ein habt ihr schon. Stimmt, ja. Der war wir haben jetzt ein Theater rausgefahren. Der war ja in dem Theater auf die rausgefahren. Die Schneiderpuppe war ja der Torso, ja. Richtig. Ja. Mhm. Das war noch ganz am Anfang. Oh ja. Hm. Haben Sie sich mal Gedanken darüber gemacht, warum diese Statue so beliebt zu sein scheint? Unsterblichkeit. Ja, wir fangen sehr weit unten an, bei Dingen, die Menschen haben wollen. Das Gespräch wird immer besser. Ist das eine Theorie oder hast du dafür irgendwelche Belege, Werner? Ich löffle meine Bohnen. Das ist das, was der Professor sagte. Ah, diese kleine, aber nicht ganz unerhebliche Information hast du mir bis jetzt noch nicht erzählt. Das tut mir sehr leid, es kam ja, nicht auf. Spielt eigentlich im Grunde auch keine Rolle. Und Sterblichkeit ist ja nicht so erheblich. Nicht bestrebenswertes, oder? Finden Sie? Ich weiß nicht. Ist es eigentlich so abwegig, an Unsterblichkeit zu glauben, nach dem ganzen Zeugs, was wir erlebt haben? Nun, haben Sie die Statuenteile mal berührt, persönlich? Also ich glaube nicht. Ich glaube ich schon, oder? Ich hatte doch den Torso getragen, oder? Mhm, bestimmt, das kann ja sein. Und dann ja, das plötzliche Gefühl, dass das Zwerchfell sich nicht mehr richtig ausdehnen will, den Schmerz unter dem Brustbein. War nicht toll! Ja, Sterblichkeit, würde ich sagen, passt eher zu dem, was diese Statuenteile auslösen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn man sie zusammenfügt, sich das sehr grundlegend ändert. Dass es ganz viel Sterblichkeit zusammen Unsterblichkeit ergibt. Aber Unsterblichkeit ist doch insofern gar nicht erstrebenswert, als dass man vielleicht nicht sterben kann. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht mehr fühlt. Mr. Gilmore, stellen Sie sich doch einmal vor, Sie würden ewig leben und alle, die sie lieben, um sie herum, nicht. Wäre das nicht furchtbar? Oder in der Form unseres Verfolgers. Oder... Letzteres wäre problematisch. Aber ich würde schon gern noch ganz lange Konzerte geben. Sonst denkt an das Ding da in der Grabkammer in Triest. Den Entschuldigung, Geist. Darf ich abräumen? Nein, auf keinen Fall. Ich esse auf. Die Bedienung ist etwas verwirrt, ob des barschen Tonfalls. Mhm. Ich hätte gerne noch einen Cognac. Und ich nochmal das Gleiche. Whisky bitte. Die Küche schließt für die Pause. Ja, dann nur die Hälfte. Wenn Sie sagen, sie schließt, hat sie noch nicht geschlossen, oder? Ich strahle sie an. Das ist richtig. Ich schau mal, was ich tun kann. Auf welches Zimmer geht es denn? Oder wollen Sie direkt zahlen? Ja, das machen meine Freunde hier. Ich schiebe einen passenden Schein mit ordentlich Trinkgeld rüber. Hm. So. Ja, sie macht sich auf und sorgt dafür, dass Cognac und mehr Bohnen geliefert werden. Aber die Idee mit dem Cognac und dem Whisky ist wirklich gut. Sie sorgt dafür, dass mehr Getränke geliefert werden. Gute Idee. Sollte nicht unerwähnt bleiben, dass unsere Verfolger nicht nur versuchen, uns zu bestehlen und die Statue wieder an sich zu bringen, sondern durchaus auch bewaffnet sind mit Schusswaffen mehreren Kalibers. Und ich glaube, ich habe in der Höhle eine sehr laute Explosion gehört. Ja, nicht nur Schusswaffen. Das, was mir so zugesetzt hat, ich berühre so den Verband an meinem Hals, war eine Granate, eine Handgranate. Eigentlich tut das weh. Ja. Ja, wenn ich ehrlich sein soll, ja. Es tut scheiße weh. Oh nein. Verzeihen Sie. Nichts, was ein paar Tabletten und ein Cognac nicht richten kann. Das stimmt. Hier ist auch also der Cognac. Sollten wir einen Arzt rufen für Sie?
Sir? Nein, danke. Ich bin im Zug hervorragend versorgt worden. Sehr nett von Ihnen. Gut. Aber Sie sonst nichts brauchen? Nein, danke. Vielen Dank. Mindestens nichts, was Sie uns bringen können. Ein Priester höchstens. Das war ein Witz. Bemühen Sie sich nicht. Danke. Sie geht weg und wechselt kurz ein paar Worte auf Serbisch mit ihrer Kollegin, die etwas älter ist und dann einen sehr kühlen Blick in eure Richtung wirft. Nein, so war... Das internationale großes... Zeichen für wir sind beknackt. Ich habe ihr noch ein ordentliches Trinkgeld gegeben. Ja, aber begleiten, ich würde Ihnen empfehlen, Herr Petersoli, begleiten Sie uns doch einfach einen Tag und zu, wenn du möchtest, begleite uns einen Tag und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit können wir dieses Gespräch dann morgen vielleicht noch einmal führen. Begegnen wir einem Ding. Ja, ja, ja. Also, ja, auf jeden Fall wird es wahrscheinlich nicht sonderlich langweilig werden. Das davon gehe ich aus. Es wäre das erste Mal. Und wir suchen hier jetzt nach welchem Körperteil? Suchen wir hier nach irgendeinem Körperteil oder... Nur das gilt es noch herauszufinden. Wir suchen erstmal, und ich kram wieder nach meinem Notizzettel, nach einem Doktor im Stadtmuseum. Todorovic. Vielleicht haben die auch ein Archiv oder eine Bibliothek, in dem man mal schauen könnte, was es denn mit diesem wie sagten Sie, Herr Petersen, Ding auf sich hat? Ich würde es Ding nennen, ja. Aber ich würde auch aus Frankreich. Ja, ein französisches Ding. Naja, aber solche Dinge gibt es ja überall. Französische Dinge? Kennen Sie sich da aus? Nicht wirklich, aber sagen wir, ich bin Mitglied in einem Okkultistenzirkel in Birmingham seit etwa einem Jahr und es ist sehr aufregend, was es so alles gibt. Was man sich sonst eigentlich gar nicht vorstellen kann. Deswegen bin ich da sehr offen. Ja. Ich verstehe. Ich esse alles, was über ist, gerade auf. Ich schieb dir noch mal Teller rüber, ist auch noch ein bisschen was drauf. Kennst du dich hier zufällig ein bisschen aus in der Stadt? Nö. Aber das heißt ja nichts. Worum geht's denn? Ich bräuchte einen Büchsenmacher. Habe ich auf dem Weg einen gesehen? Oder jemand, der mir was verkaufen kann? Nein, tatsächlich genau. Nicht. Wahrscheinlich nicht. Ich würde jetzt vermuten, dass in der Nähe von, keine Ahnung, wo auch immer Jagdgesellschaften sich hier bilden, da wird wohl irgendjemand sein. Ich würde mal an der Rezeption nachfragen, einfach ich stehe auf, sage Entschuldigung, okay. Und dann gehe ich und frage einfach an der Rezeption, ob die einen Büchsenmacher empfehlen können. Ich sehe so harmlos aus, die denken sich bestimmt nicht. Harmlos als ich. Ich will auf die Jagd. Ja. Signore Petersoli, darf ich Sie vielleicht auf einen After-Dinner-Drink einladen? Sie scheinen, wenn ich das so sagen darf, finanziell nicht so gesegnet zu sein. Ich würde Ihnen gerne den After-Dinner-Whisky oder Cognac oder was immer Sie bevorzugen spendieren. Ja. Das hört sich sehr, sehr, sehr nett an. Susan geht. Jetzt, wo wir vielleicht möglicherweise bald, Entschuldigung, Reisegefährten sind. Susan geht zum Empfang, wo der Portier ihr freundlich entgegenschaut. Was kann ich für Sie tun, Miss? Ja, ich habe mich gefragt, ob es hier in der Stadt vielleicht einen Büchsenmacher gibt. Gibt es. Ich hoffe aber, dass Miss mit der Tatsache vertraut ist, dass Ausländer in Jugoslawien einen speziellen Waffenschein benötigen, um eine Schusswaffe besitzen zu dürfen. Ach so? Seit wann? Seit 1918, seit Gründung des Staates. Oh, das ist sicher eine absolut gute und vernünftige Entscheidung. Ist es sehr langwierig, den zu bekommen? Den müssen Sie in einer Konsularvertretung beantragen. Es ist vor allen Dingen eine Zeitfrage. Natürlich, natürlich. Überhaupt kein Problem. Es ging mir lediglich um eine Reparatur. Gut, vielen, vielen lieben Dank. Aber also, das wäre dann da die Straße runter und dann rechts, ja? Die Straße runter und rechts wäre ein Büchsenmacher. Ja, natürlich.
den Antrag, den, wenn Sie den stellen wollen, dann gehen Sie die Straße in die andere Richtung runter, bis Sie auf den großen Platz stoßen und dann das Gebäude mit den Säulen davor. Wie verhält sich das mit Säbeln? Es gibt meines Wissens nach keine solchen Vorschriften gegen Blankwaffen. Ich verstehe. Vielen Dank. Kanonen? Viele auf dem Land besitzen sie traditionell. Kanonen? Nun, Kanonen wird, denke ich, als Militärwaffen gelten und sind für Zivilisten generell nicht zugänglich. Ja, ich wollte so dringend Artillerist werden. Als Einzige, ich war nur sehr neugierig. Vielen Dank. Ja, dann stöcke ich zurück und nun, ich da, fürchte, da, das die Deutsche Republik auf lange Sicht hinaus wohl keine Armee haben wird, schätze ich, dass sie sich dann woanders melden müssen, wenn sie Artillerist werden wollen. Das war ja auch nicht ernst gemeint. Ich schätze, das wird ein Witz. Schwierig. Das ist schwierig mit der Büchse. Das klingt so. Also der offizielle Weg, es wird schwierig. Wie heißt, wir fangen in einem Museum an. Fühlen Sie sich nackt ohne Waffe? Das nicht. Aber es hat sich die letzten Wochen als recht praktisch erwiesen, eine zu besitzen, sagen wir es so. Ich könnte Ihnen was borgen, aber nicht so großes, wie Sie es vielleicht möchten. Über einen Revolver verfüge ich ja noch, so ist es nicht, ich bin nicht ganz unbewaffnet, aber wie gesagt, die letzten Wochen haben sehr deutlich gezeigt, dass es nicht verkehrt ist, genug Material dabei zu haben. Aber auch nicht immer besonders hilfreich, nicht wahr? Ja, zumindest das mit der Granate war wohl keine so gute Idee. Die war nicht von mir. Okay. Verzeihung. Das mit dem Artilleristen war wirklich nur ein Witz. Als ihr euch dem Ausgang nähert, öffnen die Pagen wieder die Tore. Wechseln aber auch vielsagende Blicke. Offensichtlich habt ihr einiges an Aufmerksamkeit auf euch gezogen. Ihr seht im Vorbeigehen auch, dass Mehmet Makriat und sein Etui mit schmalen, selbstgerollten Zigaretten sich an einem Tischchen in der Nähe der Bar befinden, wo zwei andere Herren sich dazugesetzt haben, die sich mit ihm aktuell auf Türkisch unterhalten. Und die auch dann neugierige Blicke in eure Richtung werfen, als ihr das Hotel verlasst. Guck zurück. Ich habe das Gefühl, mit Vernon, der sanft von hinten versucht, die ganze Gruppe in Bewegung zu setzen und zu halten, während sie alle 5 Sekunden ein anderes Thema aufmacht. Bis sie dann wieder draußen steht. Das ist etwas, 5? Taxi. Ja. Das etwas diesige Morgenwetter ist inzwischen einem recht freundlichen Tag gewichen. Blauer Himmel hängt über Belgrad mit ein paar einzelnen Tupfenwolken. Es ist ein kleines bisschen Bodennebel vorhanden, der sich aber auch auflöst. Und es sind schon viele Leute aktiv in der Stadt. Belgrad ist wuselig und lebendig und könnte so auch irgendwo auf der griechischen Seite der Adriaküste oder so etwas stehen teilweise. Auf zu diesem Museum, nicht wahr? Museum der Stadt. Ich hatte es ja auch eine militärhistorische oder militärtechnische Bereich. Ihr braucht übrigens gar kein Auto. Es ist nicht sehr weit zum Museum Grada Beograda, dem Museum der Stadt Belgrad. Das in einem protzig historisierenden Baustil gehalten ist, mit Säulen davor und verzierten Friesen, die aber verschiedene Symbole und Tierchen und anderes aus der Geschichte Serbiens zeigen. Und nur so tun, als wären sie griechisch angehaucht. Haben wir trotzdem einen Taxifahrer, der die Straße einfach runterfährt, wieder hochfährt und uns da wieder aussteigen lässt, wo wir eingestiegen sind? Könnt ihr gerne machen. Er fährt tatsächlich dann, nachdem er auf die Adresse geschaut hat, mit den Schultern gezuckt, vor sich hingebrummt hat, fährt er euch die 200, 300 Meter einmal um die Ecke und lässt euch dann wieder aussteigen gegen gutes Handgeld. Gut. Das war jetzt sinnlos. Also, Museum. Ich würde mich dann mal Richtung Museum bewegen. In der Hoffnung, die anderen schließen auf. Ja, ja, auf jeden Fall. Natürlich, ich hake mich bei dir unter und Gut. Alle. Und ich würde
Entschuldigung. Das Museum wirbt mit handgemalten Plakaten mit einer Ausstellung an byzantinischem Gold, was vermutlich euer erster Hinweis ist, dass ihr euch auf Boden befindet, der davon beeinflusst ist. Wie aufregend. Schau mal, das sieht schön aus. Findest du nicht auch? Können wir uns die Ausstellung anschauen? So viel Zeit ist doch bestimmt. Wir werden sehen. Ich würde gerne erstmal mit unserem Kontakt sprechen und dann. Ich will dich natürlich auch nicht von der Arbeit abhalten. Das ist nein, das ist völlig in Ordnung. Aber ich meine, während wir so langweilige Dinge tun wie bereden, wo wir einen Teil einer Statue finden, kannst du gerne die Ausstellung ansehen, wenn dich interessiert. Dass dieser Mr. Gilmore so unglaublich gut aussehend ist. Das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, es tut mir leid. Er ist sehr charmant, das ist mir aufgefallen. Autor! Sowas muss dir doch auffallen. Also. Kann ich Ihnen helfen? Fragt jemand aus einem kleinen Glaskasten heraus, der den Eingang überwacht. Selbstverständlich. Also erst sagt er etwas auf Serbisch, aber nachdem er eure fragenden Blicke sieht, wechselt er auf Englisch. Wir sind auf der Suche nach jemandem, der hier vermutlich arbeitet. Es wurde uns empfohlen von einem Kollegen, einem Dr. Todorovic. Sagt man das so? Todorovic. Das ist richtig. Warten Sie einen Moment. Er hebt so das Kläppchen an, das ihn aus seinem kleinen Verschlag rauslässt. Eilt nach hinten, öffnet eine Tür mit seinem Schlüssel. Ihr hört kurz Stimmen und dann kommt er wieder raus und winkt in eure Richtung. Bitte, der Doktor hat Zeit für Sie. Nur ganz kurz, von wem war die Empfehlung? Sind Sie die Gruppe von Dr. Smith? Verstehe. Ja. Und er winkt euch rein. Kurze Frage noch. Hat Ihr Museum eine militärhistorische oder eine militärtechnische Ausstellung zufälligerweise? Nein, wir haben aber eine Ausstellung mit Schlachtengemälden. Okay, nicht ganz interessant. Aber trotzdem vielen Dank. Ich bin eher an der Technik interessiert. Da werden Sie wohl in ein technisches Museum gehen müssen. Gibt es hier eins? Nein. Schade. Na gut, vielen Dank trotzdem. Er führt euch in einen Gang mit Deckenfenstern und dann um die Ecke in einen gut ausgeleuchteten Raum, der gleichzeitig auch eine Art Atelier ist, in dem ein älterer Herr mit einem sehr sauber gestutzten Oberlippen- und Kinnbärtchen steht, der über seinen etwas altmodischen, aber immer noch recht guten Anzug einen weißen Kittel drüber trägt, der ihn vor Kleber und Staub bewahren soll. Und der vor etwas steht, was ein Podest und anderthalb Beine sind. Und rings um ihn versammelt Tische, auf denen Bruchstücke einer Statue liegen. An den Wänden sind Bilder, Zeichnungen und dergleichen von einer Venusstatue angepinnt, die er gerade nachdenklich mustert, während er sich mit dem Daumennagel über seinen Bart streicht und mehrere der Bruchstücke begutachtet. Ein Bastler. Ein Konservator. Guten Tag. Ich bin Milovan Todorovic. Kommt euch entgegen, streckt die Hand aus. Es ist uns eine große Ehre. Auch vorstellen einfach. Wir sind von Dr. Smith geschickt. Ich hatte einen schriftlichen Verkehr mit Dr. Smith. Ich bin nur überrascht, dass er so viele Leute geschickt hat. Ist das ungewöhnlich für ihn? Nun, ich hatte gehofft, er würde persönlich kommen. Und dann bin ich überrascht, dass es keine Studenten von ihm sind, sondern eine gemischte Gruppe. Vorsicht, das ist vermutlich ihre linke Brust. Er deutet auf einen Tisch, an den gerade jemand irgendwie näher herangetreten ist, um sich anzulehnen. Möglicherweise Mario. Oh, ich bin auch ein Kandidat für sowas. Dr. Smith ist leider verletzungsbedingt verhindert. Das tut mir sehr leid, das zu hören. Mich hatten keine Nachrichten dazu erreicht. Ihre Einkunft ist das Erste, was ich wieder von ihm höre. Indirekt. Ich nehme an, es ging um den einen Teil einer
Statue, die Herrn Dr. Smith mehr interessiert hat? Es ging ihm tatsächlich um eine Statue. Wie Sie sehen, bin ich durchaus bewandert im Gebiet vom Zusammensetzen von Bildnissen. Was ist das hier? Oh, eine Venus. Mhm. Die römische Gottheit von Liebe und Leidenschaft? Ja, lange her. Falls wir tatsächlich alle Stücke zusammen haben, wird es irgendwann so aussehen. Er deutet auf die Zeichnung von einer klassischen Statue. Die Venus auf einem Standbein, das Spielbein leicht angewinkelt. Eine Hand an der Schulter und die andere ganz sachte so in die Nähe ihrer Scham gelegt an einen Oberschenkel. Leichter Drehung im Oberkörper. Großer Hintern, kleine Brüste. Mhm. Wie viel von der Statue fehlt? Also kann man so sehen. Also du könntest dir vorstellen, dass das schon alles da ist, aber es ist halt zerschlagen in Dutzende. Was für ein Material? Verschiedene große Teile. Stein. Stein, okay. Hm. Also ich weiß nicht, wie gut sich Mario damit auskennt, was für Gestein. Das jetzt wahrscheinlich nicht, aber ob das jetzt irgendwie ein Sandstein ist oder ein Gips oder so ein Kram. Also ob das jetzt, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwie Marmor ist oder so. Also tendenziell eher was Hartes. Haha. Ja, das ist richtig. Hm. Darf ich fragen, wonach genau Sie suchen und wofür? Sie kommen mir ein wenig zuvor, das wäre auch meine Frage gewesen. Worum drehte sich denn die Korrespondenz mit Dr. Smith? Es ging um verloren gegangene Statuenteile, die, wenn ich das richtig verstanden habe, mit ehemaligen Angehörigen von Napoleons Heer über ganz Europa verstreut wurden. Das deckt sich auch mit den Informationen, die ich habe. Ja, gehe ich richtig in der Annahme, dass es eventuell darum ging, wie man eine solche verstreute Statue wieder zusammensetzen oder wie sie sich zusammensetzen ließe? Er nimmt seine Brille ab und bastelt ein bisschen dran rum, während über seine Antwort nachdenkt. Darum ging es weniger. Meine Expertise in diesen Dingen war ihm wohl nicht so wichtig. Sondern eher ging es darum, ob ich ihm beim Verbleib eines der Teile helfen könnte. Ist es hier in der Nähe? Nun, zunächst einmal, setzt die Brille wieder auf, um nicht scharf zu mustern, mit blassblauen Augen, habe ich kein Interesse daran, auch wenn ich in einer vagen Freundschaft mit Professor Dr. Smith verbunden bin, die Sammlung eines anderen mit einem wertvollen Stück zu versehen, das bei mir besser aufgehoben wäre. Geh mal von hinten so an ihn ran. Wir sind uns doch sicherlich einig, dass, wenn es um eine Statue geht, es besser ist, an einem Ort, der besuchbar ist, ein vollständiges Exemplar zu haben, anstatt an vielen Orten einzelne Teile. Leg ihm sanft die Hand auf die Schulter. Entschuldigung. Ja, und außerdem sind wir nun Leute, die wirklich gut auf Sachen aufpassen. Möchtest du ihn einschüchtern? Ein bisschen. Dann weißt du. Ich hätte jetzt andere Sachen versucht, aber bitte, hau rein. Also nein, bitte nicht. Nicht hau rein. Das nicht. Noch nicht. Nein, das würde ich bei falsches Wortbild. Das war nur eine Redewendung. Es tut mir leid. Einschüchtern. Ja. 38 bei 50, ja. Ich würde gerne unterstützen, indem ich sehr freundlich bin und dem so die Hand auf die Hand lege, während Mario so hinter ihm bedrohlich loomt, würde ich gerne mich nach vorne lehnen, irgendwie so die Hand ausstrecken und sagen, aber sie werden uns doch bestimmt helfen, oder nicht? Und klimpere mit meinem Selbst. Ich finde, unsere Gruppe sendet sehr, Mann an. Unsere Gruppe sendet sehr unterschiedliche Signale aus. Mixed Signals. Sehr geil, ey. Und rede ununterlassen und in wirklich sehr, sehr nettem, milieusen Tonfall auf ihn ein, wie sehr wir seine Hilfe brauchen und dass wir so weit gereist sind und das doch sicher auch in seinem Interesse ist. Also ich würde ihn fast-talken mit 25 von 60. Nun, er lockert seine Krawatte ein bisschen. Ich wollte jetzt auch niemandem hier etwas unterstellen. Es ist nur, unser junger Staat ist nicht der stabilste und viele Leute suchen nach alternativen Einkommensquellen, so auch dem Veräußern von Kulturgütern.
Das ist eine sehr schlechte Sache. Immer was machen. Also gerade im Bereich Versicherung kenne ich mich auch ganz gut aus. Also da ist immer noch was zu machen, je nachdem, ob Teile versichert sind. Egal. Sind die Teile eigentlich versichert? Ja. Gut, das ist gut. Nun, was auf jeden Fall nötig ist, ist eine Genehmigung, Kulturgüter aus Jugoslawien auszuführen. Ich nehme an, dass Sie das wollen. Darum müsste man sich noch kümmern. Da kann ich sicherlich ein gutes Wort für Sie einlegen, beziehungsweise lächelt zu Susan herunter, das Dinge in die Wege leiten. Wäre so nett von Ihnen. Wäre sehr hilfreich. Danke. Nur um auch ausschließen zu können, dass es sich eventuell um einen Teil einer völlig anderen Statue handelt. Um welchen Teil der Statue handelt es sich? Oh, meines Wissens nach den Arm. Ein Arm. Ein Arm. Ein Arm. Das recht. Würde. Glaube ich. Ich habe. Klopf schiebt seine Brille wieder leicht hoch. Das Stück sogar schon gesehen. Gesehen? Und das unwissend, dass es sich um etwas handelt, was Professor Dr. Smith von Interesse ist, weil wir zu dem Zeitpunkt noch nicht in Kontakt standen. Ich hätte hier, und ich suche mal in meinen Notizen ein bisschen, weil das der Arm ist lange her, ne? Das war Frankreich irgendwie. Ja, das war das allererste. Warte? Ich glaube schon. Ich glaube, das müsste das erste Teil gewesen sein. Das war das erste Teil in den Arm, glaube ich. Ihr seid mit dem Arm schon rumgerannt, als wir uns getroffen haben. da habe ich eine bestimmte Zeichnung von. Anderen Kontakten befindet sich in Professor Dr. Smiths Besitz bereits ein linker Arm, der etwa so, ich rechne diese grobe Zeichnung darüber, so aussieht, würde das passen? Könnte das zur gleichen Statue gehören? Ja, mit drauf. Ja, definitiv. Also generell auf die Beschreibung des Materials. Interessant. Nun, es gehörte zu einer Reihe von Objekten, die zur Restaurierung und Begutachtung an das Museum überstellt wurden, bevor sie danach wieder an den Besitzer zurückging. Ah, also befinden sie sich in Privatbesitz aktuell? Ja. Nun, im Besitz eines Dorfpfarrers. Wobei ich den Eindruck hatte, dass dieser im Auftrag von einer anderen, unbekannt bleibenden Person gehandelt hat. Aus dem Ort, Moment, er geht zu einem hohen Schrank, geht mehrere Akten durch, die er rauszieht. Ah, hier. Er kommt näher und ihr seht darin, ist auch eine Fotografie von einem Arm, der identisch aussieht zu dem Arm, den ihr schon habt, nur spiegelverkehrt. Aus einem bleichen, feinen, steinernen Material mit Notizen, einem Lineal daneben, dass man die Länge feststellen kann. Eine ganze Akte. Ora-Schatz. Und das ist hier in der Nähe? Das ist, nun, mit dem Zug kämen Sie bis nach Mladenovac und dann müssten Sie lokal weiter. Aber innerhalb eines Tages machbar. Südlich von Belgrad. Nun gut. Und wir können uns auf Sie berufen und Sie würden schon einmal etwas in die Wege leiten, dass wir ein offizielles Papier, ein entsprechendes bekommen könnten, damit die Ausfuhr auch seine Richtigkeit hat. Ja, das würde ich machen. Auf wessen Namen? Und er schaut zu Susan. Auf wessen Namen sollte ich denn die Unterlagen fertig machen lassen? Die Ausfuhrunterlagen. Ja, eben diese Unterlagen, die Sie brauchen werden, um den Arm aus Jugoslawien herauszubringen. Machen Sie die doch auf mich, ich strahle ihn an. Und Sie sind? Sie sind Elizabeth McAllister. Elizabeth, mit S oder mit Z? Mit S, bitte. Elizabeth McAllister. Sehr schön. Susan Elizabeth McAllister. Ich bräuchte noch eine Heimadresse von Ihnen. Ja, natürlich. Ich gebe die Adresse meines Vaters an. Mhm. Wunderbar. Ich werde mit dem Herrn Radic mich unterhalten und dafür sorgen, dass das alles seine Ordnung hat.
Ich hätte dich noch einmal gewinnend an. Das ist wirklich so freundlich von Ihnen. Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Also ja, vielleicht, wie gesagt, wir haben noch viel zu tun, aber vielleicht bleibt da ja danach noch ein wenig Zeit für einen Tee oder ein nettes Gespräch. Das würde mich doch freuen. Vielen Dank. Sie sind der Beste. Haben Sie vielen Dank. Und natürlich sollte es Sie einmal nach England verschlagen und die Statue ist wieder zusammengefügt zu der Zeit, steht es Ihnen natürlich frei, sie zu besichtigen. Gut. Ich gebe Ihnen auch noch einen Brief an meinen Kontakt mit Pater Filipovic. Die Leute auf dem Land sind etwas verschlossen auch gegenüber Ausländern. Es wird Ihnen auch schwerfallen, dort jemanden zu finden, der Englisch kann. Vielen Dank. Solange er nicht Don Camillo heißt. Wieso sollte er? Ich weiß nicht. Ist das Ihr Pater? Ja. Der hat mir sehr viel beigebracht. Ich verstehe. Das ist gut? Mhm. Ja. Ja, dann... Hier, bitte schön, erreicht Susan den Brief an seinen Kontakt. Hier, ich stehe daneben so mit ausgestreckter Hand und erreicht Susan den Brief. Steckt ihn in ihre Handtasche. Beobachte das amüsiert. Vielen Dank. Dann, auf bald. Dann auf bald. Ich wünsche viel Glück bei Ihrem Auftrag. Und Hanno. Danke, danke. Ciao, ciao. Krabbel ich raus. Und wo ist jetzt der Bahnhof? Wir müssen ein Zugticket kaufen, nicht wahr? Es ist ein merkwürdiges Land. Also, das ist ja hier bürokratischer als bei mir zu Hause. Sie sind doch aus Deutschland, oder? Ja, korrekt. Ich habe gehört, insbesondere die Preußen waren da wohl ganz hart. Hä? Die haben sich hier, glaube ich, echt die falschen Dinge abgeguckt. Und was glaubt er eigentlich, wer wir sind, dass wir eine Ausfluggenehmigung brauchen? Brauchen wir für jede Teile auch nicht. Naja, nun sagen wir bei den anderen... Ja, bei den anderen war mehr Gefahr im Verzug und wir wissen nicht, wie hektisch die Reise von hier weitergeht. Eventuell werden wir kontrolliert oder ähnliches. Ich wollte gerade sagen, nee, ich habe dir eine ganze Kirche abgefackelt. Sie haben die anderen Teile also geschmuggelt. Geschmuggelt? Nein, sie haben sie halt in den Zug gepackt und sind gefahren. Das Thema Genehmigung, sagen wir, kam nicht auf. Ja, genau, es war nicht relevant. Wir sind in relativ großer Eile abgereist. Ich glaube, ehrlicherweise, so ein dieser Zug wird halt auch nicht überprüft von Leuten. Und auf der anderen Seite befand sich auch keines der Teile, glaube ich, in wirklich offiziellem Besitz. Okay, bei dem Theater wäre das eventuell. Das habt ihr definitiv geklaut, ja. Es gab eine Schießerei, Leute sind gestorben. Da ist, glaube ich, jetzt müssen wir nicht ins Detail gehen. Das klingt alles gar nicht gut. Aber dann fahren wir mit dem Zug dahin nach Oraschatz. Nach Mladenovac und dann nach Mladenovac. Oraschatz weiterzureisen. Ja. Yeah. Ach so, andersrum? Sicher? Ich dachte, es sei andersrum. Also das Ziel ist das Dorf Oraschatz, oder wie es hieß? Und nach Mladenovac mit dem Zug. Okay, ja, ich habe es mir falsch aufgeschrieben. Es tut mir so leid. Das passiert. Es war auch eine lange Reise, die nicht so bequem war wie unsere. Oh nein. Sehr beeindruckend im Übrigen. Sehr beeindruckend. 27 Hühner, sage ich nur. Hühner? Hühner? Es sind viele Hühner. Wir hatten diese Panne und danach durfte ich einen Teil der Strecke mit 27 Hühnern in einen Käfig zurücklegen. Fragen Sie nicht. Also die Hühner waren im Käfig? Ich auch. Okay. Na, ich frage mich. Vielleicht wird es tatsächlich nicht allzu ungemütlich, solange nicht wieder um sich geschossen wird. Versteht sich. Ich versuche mein Bestes. Das wäre fein, aber ich habe auch eine Wumme dabei. Oh, tatsächlich. Du bist bewaffnet? Keine sehr große. Ach, ja. Haben Sie das gerade nicht gesehen? Das ist so eine Sache, nachdem die Lagerhalle in Brand gesteckt wurde, hat mein Arbeitgeber gedacht, dass es besser ist, wenn ich einen Revolver dabei habe. Lagerhalle? Arbeitgeber? Ja, ich arbeite. Sie scheint da sehr stolz auf diesen Umstand zu sein. Mich interessiert der Revolver tatsächlich mehr. Entschuldigung. Ich arbeite bei einer Versicherung und ich habe da als Buchhalterin angefangen und inzwischen untersuche ich Versicherungsbetrug. Ah, okay.
Und nicht dieser so Brand selten. War, ist der Verdacht gewesen, dass es ein Versicherungsbetrug, heißer Abriss und so. Was heißt Verdacht? Also ich meine, das war ziemlich offensichtlich und okay. ziemlich dumm. Und ja, aber da gab es einen Zwischenfall in dieser Lagerhalle und seitdem hat mein Boss darauf bestanden, dass ich ein, naja, zumindest ja, nicht ungeschützt aus dem Haus gehe. Können Sie auch damit umgehen? Ganz okay. Okay. Also ich habe mich nie für so Sachen interessiert, die unsere Familie so macht, wie die jährliche Jagdfeier und die Fuchshatz und sowas. Ich finde das äußerst barbarisch. Auch Tontauben schießen. Sehr barbarisch, das stimmt. Tut für mich nichts. Ja, aber, also solange das Loch, wo die Kugeln rauskommt, in Richtung der bösen Leute zeigt, ist alles gut. Da bin ich beruhigt. Das kann ich, das kann gut. ich. Gut, 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 gut. Oh ja, die Fuchs hat's. Schwelgen wir besser nicht in unangenehmen Erinnerungen. Wir haben einen Zug zu erwischen. Das ist wahr. Im Weg zum Bahnhof würde ich mich nochmal umschauen, ob ich da irgendwie zwielichtige Leute sehe. Ja, der Waffenhändler, glaub, Alex. Ja, den werde ich wahrscheinlich nicht direkt finden. Das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage von Geld. Also. Ja. Hey, willst du einen Tommy-Gun kaufen? Ich meine, du kannst gerne mal einen Wurf auf Verborgenes erkennen oder Horchen machen, je nachdem, auf welche Art und Weise du versuchst, Leute ausfindig zu machen. Unter welchem Mantel eine Tommy-Gun ist. Ja, genau. Ja, euch dem Bahnhof nähert. Ich will mal Verborgenes erkennen. Oh, ich habe eine 14 gewürfelt und muss unter 51 bleiben. Du siehst weder den Makriat noch irgendwelche anderen verdächtigen Figuren, sondern eigentlich nur Leute, die hier ihrer Arbeit nachgehen und die sogar recht freundlich auf euch reagieren. Sehe ich zwielichtiges Geläute im Sinne von, dass das Verbrecher sein könnten, die irgendwelche Dinge verkaufen, die sie nicht verkaufen sollten, sei es irgendwelche Drogen oder irgendwelche Glücksspielorganisationen oder sonst irgendwas, was nach unserem Bild aussieht. Du siehst ein paar Leute, die Hütchenspiele machen und Leute, die lebende Tiere handeln, aber das ist schon das Ausmaß an Shadiness, die dich hier erwartet. Stattdessen, wie gesagt, werfen die Leute euch sogar relativ freundliche Blicke zu. Vor allen Dingen, als ihr bei den Listen von Zügen, die in nächster Zeit oder die nächsten Tage fahren, feststellt, dass die halt eben alle auf Serbisch angeschrieben sind. Und das alles definitiv zu wenig Vokale enthält, eurer Ansicht nach. Ja. Was davon sieht so ähnlich aus wie das, was wir suchen? Ich halte meine Notizen, die natürlich, wo das irgendwie geschrieben ist, irgendwie so daneben. Eine ältere Dame schaut dir über die Schulter. Oh, dein Schatz! Ja. Ja. Und dann fängt sie an, mit Gesten und Tippen auf Tafeln zu zeigen, dass du tatsächlich erstmal nach Mladenovac fahren sollst. Und dann nimmst du einen zweiten Zug, aber da steigst du dann bei etwas, was Kopljare oder Vrbica heißt. VRB. Die waren nicht bewusst, dass man diese Buchstaben legal aneinander hängen darf. Vrbica aussteigen sollst. Und dann gehen musst, wie sie dir klar macht, nach Oraschatz. Und dann macht sie mehrere große Gesten und das Wort Oraschatz kommt öfters mit Srpski und Srpska, also Serbisch, das hast du inzwischen herausbekommen, zusammen in ihren Sätzen vor. Dann klopft sie dir auf die Schulter, strahlt dich noch einmal an und geht selber zu ihrem Zug mit einem größeren Bündel, das nur in Stoff eingeschlagen ist, dass sie sich jetzt über die Schulter hängt. Was hat die Frau gesagt? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber von dem, was ich mir zusammenreimen konnte, müssen wir einen zweiten Zug nehmen und in diesem Ort, sie hat ihn ausgesprochen, da stehen wahrscheinlich nur so sehr viele Konsonanten hintereinander, steigen wir aus und laufen nach Oraschatz. Laufen. Zu Fuß. Ein Taxi? Ist das hier? Ich nehme an, das hier heißt Laufen zu Fuß. Und es stimmt, es wird gerade noch mal darauf aufmerksam gemacht. Ich müsste selber noch mal gucken, ob Serbisch zu der Zeit mit kyrillischer Schrift geschrieben wird. Aber ich glaube fast schon. Es ist, auf jeden Fall ist es eine slawische Sprache. Und es kann durchaus sein, dass ihr generell überhaupt nicht in der Lage seid, die Schilder hier zu lesen. Oh, das wird ja ganz einfach.
Es sei denn, irgendjemand von euch spricht zufällig irgendeine Sprache aus diesem Sprachraum? Nein. Nope. Gut. Amtssprache von Jugoslawien sind Serbokroatisch und Slowenisch. Die kyrillische und die lateinische Schreibweise sind gleichberechtigt. Kann also beides sein. Es macht's, also es kann trotzdem keiner irgendetwas hier. Ja. Schattenträumer sagt, auch wird beides verwendet. Die Frage ist halt eben, wurde in den 1920ern beides verwendet. Aber zumindest die Leute, die diesen Band recherchiert haben, sagen Mischung. Ich nehme an, in der Sprache ist es üblich, dass Vokale nicht alle ausgeschrieben werden. Anders kann ich mir das nicht erklären. Euer Zug fährt aber tatsächlich. Das Gegenteil von Französisch. Mhm. Gut, dann, wir sollten uns aufmachen. Möglichst erste Klasse? Gibt es doch erste Klasse, oder? Es stellt sich nach etwas Diskutieren am Schalter heraus, es gibt nur eine Klasse. Also erste Klasse, ja, erste Klasse, so, aber auch die letzte Klasse. Unterschiede, nicht die zweite Klasse. Ja. Zweite Klasse, es gibt nur einen Zug. Nein, nicht Zug, Klasse und so. Ja. Und so Nein. findet ihr euch auf sehr vollbesetzten Holzbänken wieder, die in rappeligen, schmalen Abteilen durch die zunehmend gebirgiger werdende Landschaft schlängeln, etwas ächzend und stöhnend auf einem relativ schmalen Gleis, zusammen mit haufenweise anderen Leuten, die teilweise interessante Tracht, Bärte und Hüte tragen, die ihr so noch nirgendwo anders gesehen habt, und auch mit einer bemerkenswerten Menge an Gefieder. Also, es gibt wenigstens Eier. Kiekst und scharrt und kratzt und flattert rings um euch herum. Größtenteils in Käfigen, aber einige auch einfach so. Ach, das weckt unschöne Erinnerungen. Das sind aber ganz schön kleine Käfige. Diese Hühnergeschichte wird irgendwann mal nochmal erzählt werden müssen. Als ihr das begutachtet, hält die Frau, die den Käfig mit Hühnern auf ihrem Schoß balanciert, den euch hoch und stellt euch eine Frage. Danke, ich habe schon gegessen. Aber danke, vielen Dank. Sie sagt doch irgendwas weiter. Ich bin ja fast gewillt, ihn zu kaufen, um ihn dir mitzugeben. Ja. Nachdem irgendwann mal kurz zwischendurch die Toilette aufgesucht werden muss, kommt auch Julius Petersen wieder und auf seinem Sitzplatz sitzt ein sehr großer schwarzer Hahn. Der, als du dich näherst, nur den Kopf schief legt und dich mit einem kleinen gelben Auge anstarrt. Ich versuche, ihn hochzuheben. Er fängt an, sich aufzuplustern, als sich deine Hände nähern. Jetzt wäre ich vorsichtig. Dann richtet er sich langsam auf und winkelt die Flügel so ein bisschen an, um sich noch größer zu machen. Ich versuche, ihn ein bisschen zu streicheln. Ich glaube, er mag dich. Ich würde ja auch ganz gerne auf meinen Schoß setzen. Er hackt nach deiner Hand. Ich glaube, er mag mich nicht. Warst du schon mal auf einer Tanzveranstaltung? Die sind alle so. Ja, ich war schon auf einer Tanzveranstaltung. Regelmäßig. Zumindest hier an der Tür sind alle so. Euch stehen Hähne an der Tür auf Tanzveranstaltungen? Nee, bei uns auch nicht. Na, vom Verhalten. Der Hahn schüttelt sich, wo sein prächtiger Kamm hin und her floppt. Und diese Fleischsträhnen, die ihm am Schnabel hängen, macht einen Schritt nach rechts, macht einen Schritt nach links und dann stößt er ein überraschend tiefes, leicht kollendes Geräusch. Ich finde dich cool. Also du kannst gerne hier bleiben, aber nicht auf meinem Platz. Ich versuche ihn nochmal sachte hochzuheben, mich hinzusetzen. Er pickt wieder nach dir. Ah, nerviges Vieh. Inzwischen ist das ganze Abteil fasziniert von dem Geschehen. Du hörst auch Giggeln und Gelächter aus den hinteren Reihen. Irgendwo Hühnerfutter in einer meiner Taschen haben. Das bestimmt, oder? Sie brauchen kein Hühnerfutter. Es ist, haben Sie ein Brot dabei? Ja, ein Cent. Wahrscheinlich. Ich greife mal demonstrativ in meine Manteltaschen. Nein, ich habe keinen. Warum sollte ich ausgerechnet heute Tasche haben? Natürlich, warum sollte man nichts dabei haben? Ich halte ein Sandwich vor den Haaren. Der Käse. Mhm. Der begutachtet ihn mit schiefgelegtem Kopf von einer Seite, dann von der anderen Seite. Und dann fängt er an, bemerkenswert aggressiv auf dieses Stück Brot einzupicken und Stücke rauszureißen. Mhm. Brot systematisch weg von Herrn Petersens Sitzplatz.
strickt den Hals und schließlich lässt er sich dazu bewegen, mit einem Protestieren runterzuspringen und dem Brot zu folgen. Vielen Dank. Aber ich hätte echt nichts dagegen gehabt. Wir hätten uns den Platz teilen können. Eine Geflügelflüsterin. Ja. Es endet dann schließlich auch irgendwann damit, dass der Hahn zurückkehrt und sich auf Herrn Petersen setzt. Ja, das ist in Ordnung. Ich lasse das geschehen. Erstens feststellt, dass das Tier ziemlich scharfe Krallen hat und zweitens ganz schön warm ist. Ich versuche ihn trotzdem so ein bisschen zu streicheln. Mal gucken, ob er es zulässt jetzt. Er ist aber am Anfang immer noch sehr plusterig, aber irgendwann lässt er es geschehen. Und sitzt da stolz, als hätte er dich als persönlichen Streicheldiener angestellt. Das ist in Ordnung. Du mit den Fingerspitzen über seine erstaunlich glatten und schillernden Federn streichst. Ich finde, er sieht sehr majestätisch aus, deswegen lasse ich ihn gewähren. Brütet sie vielleicht aus? Vielleicht brütet er sie ja aus. Brüten Hähne? Nein. Kurz bevor er dann... Aber sie suchen Nester aus. Egal. Kurz bevor er dann tatsächlich in Ladenowals ankommt, wird er von einem Bauern abgeholt, der seine Pfeife im Mundwinkel fest installiert hat, den Hahn problemlos hochhebt und mit ihm unter dem Arm und die Hand einmal um seine sporenbewehrten Beine gefasst, rausmarschiert in Richtung der Tür. Aber dir noch dankend auf die Schulter klopft, hast du fast das Gefühl. Die Hose werde ich wohl reparieren müssen, aber das war's wert. Ja. Und so werdet ihr mit den anderen auch rausgespült. Es gibt einen noch kleineren Zug und schließlich steigt er bei Wirbiza aus, wie angewiesen. Die Leute, die hier auch aussteigen, schauen euch neugierig an, fragen euch etwas, was ihr erneut nicht versteht. Ja, ich frage mich auch, was wir hier träumen. Machen dann auch noch mal fragende Gesten. Filipovic? Filipovic! Oraschatz! Oraschatz. Ja. Oraschatz. Sie deuten auf einen Feldweg, der nach Norden führt. Ah. Oraschatz. Dann folgt noch ein bisschen schnelles Serbisch. Wie sieht das hier aus? Es ist wirklich so ein, stelle ich mir wirklich so ein kleines Dorf vor mit so einer Mini-Halte-Bahnhofstelle und drei Häusern? Das, wo ihr jetzt gerade seid, schon. Und das ist auch mehr oder weniger einfach nur eine Bahnhofshalle, also so ein kleines Bahnhofsgebäude und ansonsten nicht wirklich was. Die Leute gehen alle nach Süden auf einer Straße. Das, was sie euch gezeigt haben, nach Norden, ist natürlich so ein zweispuriger Feldweg. Na dann, auf Schusters Rappen. Ja, gehen wir doch zu Fuß. Hurra. Liebe. Vielleicht sollten sie ihre Schuhe ausziehen und andere? Andere Schuhe? Hast du nicht gerade gesagt, dass du stöckelst? Mhm. Okay, na dann. Also ich habe keine Pfennigabsätze oder sowas, sondern so schöne, solide. Okay. Aber trotzdem, also ja. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der eine Kutsche hat und uns mitnehmen kann oder so. Und das würden Sie gerne wie fragen? Geh mal an das Bahnhofskiosk. Gibt es ein Bahnhofskiosk? Gibt es eine mitarbeitende Person hier? Ich würde einen Notizblock rausziehen, eine Kutsche darauf zeichnen Geld daneben sagen. In die Hand nehmen, genau, so machen wir das. Und dann würde ich mit diesem wirklich sehr kruden Bild von einer Kutsche, das aber sehr gut aussieht für jemanden, der das so in einer Minute dahin gerotzt hat, hingehen und auf diese Kutsche zeigen oder auf ein Pferd, das Pferd davor, hilflos gucken und einen Geldschein hochhalten. Dir werden wiederholt Fragen auf Serbisch gestellt, von denen du nicht weißt, was sie heißen sollen. Aber schließlich nimmt eine junge Frau einfach den Geldschein, sagt mehrfach das gleiche Wort und macht so eine beruhigende Geste, deutet immer wieder auf den Platz, wo du gerade stehst. Oraschatz. Filipovic. Oraschatz. Sie sagt auch noch irgendetwas, tippt auf den Zettel, winkt mit dem Geldschein und eilt dann mit gerafften Röcken nach Süden davon. Eine halbe Stunde später... So, ihr denn tatsächlich vor Ort geblieben seid, kommt ein Pferdegespann um die Ecke. Mit der jungen Frau und einem ähnlich aussehenden jungen Mann, der das einzelne Pferd, das da davor gespannt ist, antreibt. Und es ist ein Wagen, der wohl eher für das Transportieren von Feldfrüchten oder Heu oder sowas gedacht ist, aber man in der Not, ja, genau, kann man sich da hinten auf den Holzboden setzen. Das ist kein Käfig. Nein, ich bin das ehrlich beeindruckt. Ja.
Susan, Sie sind genial. Oh, keine Hühnerkacke. Und so rollt ihr nach Ora-Schatz. Und tatsächlich, die Landschaft ist schön. Am Horizont seht ihr Berge, die Hügel sind grün. Das Wetter ist freundlicher geworden und ihr seht vor allen Dingen auch zahlreiche Apfelbäume, die hier in Hainen beisammen stehen. Und als ihr dann, so eine halbe Stunde später, zwischen diesen Hügeln euch durchwindet, wird Ora-Schatz so Stückchen für Stückchen für euch enthüllt. Ein Hof mit mehreren Nebengebäuden, dann der nächste, dann mehrere Gebäude, die ein bisschen verschachtelt zusammenstehen, dann welche, die tatsächlich einen Straßenzug haben. Es ist ziemlich zersiedelt, aber es ist auch jetzt nicht unbedingt das Winzdorf oder der Weiler, den ihr erwartet habt. Liegt nur etwas abgeschieden vielleicht, Ora-Schatz. Aber nicht arm und auch nicht winzig. Es kommen euch auch direkt Leute aus den Feldern entgegen, die dort am Arbeiten waren, mit Eseln und Maultieren, die sie an Halftern führen und die sich mit euren beiden Fahrgehilfen freundlich unterhalten, die kurz reden und offensichtlich erklären, wer ihr seid, auch wenn ihr nicht genau wisst, was sie da erklären, aber dann das Wort, den Namen Filipovic nochmal sagen und auch Fragen zu euch schauen. Ich werde mal den Brief rausziehen und auf den Brief deuten und sagen, Filipovic. Ah, ja. Mehrere von denen laufen davon und dann kommt euch jemand in der langen schwarzen Tracht eines orthodoxen Priesters tatsächlich die Straße runter entgegen. Mit einem prächtigen, vollen Bart und einer Kappe auf, der grüßend eine Hand hebt. Pater Filipovic? Er nickt zustimmend. Ich bin Filipovic. Und Sie sprechen Englisch? Sehr wenig. Es ist großartig. Großartig. Wir haben eine Korrespondenz von Herrn Dr. Todorovic für Sie. Ich werde Ihnen einen Brief geben. Todorovic? Ah, ja, er scheint sich tatsächlich, freuen. Er nimmt auch den Brief entgegen und winkt euch dann. Kommt, Frau macht Essen. Gut. Sehr gut. Sehr gerne, vielen Dank. Mhm. Es geht um einen Arm, keinen echten, versteht sich. Arm? Den Arm einer Statue. Ah! Einen Arm. Von Großmutter. Also was? Großmutter? Ich hoffe nicht. Nein, Sie sagten, kein echter. Ah, dein ja. Statue. Gehört Großmutter. Ah. Kommt. Ich verstehe. Mhm. Wenn der uns wirklich den Arm seiner Großmutter gegeben hätte, ich glaube. Verwundert hätte es mich auch nicht mehr. Nein. Ehrlicherweise mich auch nicht. Wie lange war er unterwegs? Ihr seid jetzt tatsächlich den größten Teil des Tages unterwegs gewesen. Es ist also schon recht später Nachmittag. Das Sonnenlicht ist mittlerweile golden, das in lange Schatten über die Felder zeichnet. Und die Leute schicken sich auch an, den Tagwerk zu beenden. Also alle, die mit irgendwie Tieren oder Kiepen voll geschnittenem Gras oder sonst irgendetwas unterwegs sind, die gehen gerade nach Hause. Überall borgt und gorgt es und ihr hört es auch grunzen und schnufen. Offensichtlich halten auch viele Leute in kleinen Kuben hier Schweine, für die unter anderem frisch geschnittenes Gras ist oder für die Hühner. Oder für Kaninchen seht ihr auch einige, die hier gehalten werden. Und eigentlich schauen euch alle auch recht freundlich an, sind etwas überrascht. Die Erklärung von den beiden auf dem Kutschbock wird länger, je öfter sie gefragt werden. Offensichtlich wird das ausgeschmückt und wird immer in einer größeren Geste bezeichnet, aber dann kommt ihr zu einem kleinen und durchaus gemütlich wirkenden Häuschen des Priesters, das neben der Kirche steht, wo euch eröffnet die Tür und eine recht kleine und etwas gebeugt gehende ältere Frau, die ihr Haar unter einem Kopftuch verborgen hat, starrt euch mit einem leichten Silberblick an. Ich würde unterwegs immer versuchen, so kurze Gespräche mit dem Vater zu führen. So, wie lange ist er schon hier? Wie ist das hier so, das Leben? Ich bin schon lange hier. Lange.
Das Leben ist gut. Das Land ist fruchtbar. Und... Na dann. Menschen sind patriotisch. Sehr gut. Ja, sehr ist schön. Urashats ist Ursprung der Rebellion gegen die Osmanen. Oh. Hier haben sich Patrioten zusammengefunden. Die sind jetzt aber vermutlich alle tot, oder? Ja. Nun ja. Fruchtbar war das Land schon immer oder ist das eine neue Entwicklung? Oh, immer. Gutes Land. Gutes Land. Beruhigend. Gut für Äpfel und Nüsse. Aber guter Punkt. Hat sich irgendwie sonst was verändert, was auffällig ist? Nein, die Menschen haben ihre Traditionen hier. Teils ungewöhnlich, aber gute Menschen, sicher. Kommt, gibt einen Topf. Keine Veränderung ist gut. Sehr gut. Ja, sehr gut. Sehr gut. Und ihr wollt, ja, wechselt kurz mehrere schnelle Sätze mit der älteren Frau, die wirsche Gesten in eure Richtung macht. Er redet beruhigend auf sie ein. Irgendwann gibt sie nach und er winkt euch dann rein. Und sie tischt euch mit so Schlons-Gesten mit einer Kelle tatsächlich einen Rübeneintopf auf, der auch gar nicht so schlecht riecht. Hm. Setzt euch, isst, ja. Trinkt. Er stellt auch ein Fläschchen und viele kleine Gläser auf den Tisch. Und ihr wollt Arm von einer Statue. Mhm. Ja, richtig. Ist natürlich nur ein Teil einer Gesamtstatue. Der Mann, für den wir arbeiten, sammelt sozusagen die Teile zusammen und wir sind bereit, einen Preis dafür zu bezahlen, so sie denn einen nennen. Ah. Eine Spende wird natürlich auch akzeptiert. Sie dürfen die Statue natürlich dann auch entsprechend ansehen, wenn sie denn vollständig ist. Ist nicht meine, gehört Großmutterchen. Ah. Ich löffle. Ist der Eintopf von Großmutter? Oh, nein, ist von meiner Frau. Er deutet auf seine Frau. Okay. Die schnaubt auch. Nein, Großmutter lebt allein mit Kind und Kind in kleinem Haus. Ein Stück von hier im Wald. Ah, dann werden wir wohl mit ihr direkt sprechen müssen. Richtig? Ja, ja. Ich kann euch sagen, wo ihr hin wollt. Wollt ihr heute Abend oder morgen? Wie lange dauert es dahin? Und würdet ihr uns begleiten? Ich habe Pflichten hier. Es ist nicht schwer zu finden. Ich mache mir eher Sorgen, ob wir mit ihr reden können. Guter Punkt. Das klappt schon. Petersen. Ihre Tochter spricht mehrere Sprachen. Sehr gut. Ja. Praktisch, praktisch. Russisch, Polisch, Türkisch. Alle nicht sprechen. Ja. Sehr viele Sprachen, die wir nicht sprechen. Gut, ja, perfekt. Sorbisch. Deutsch. Oh, das ist sehr gut. Mhm. Deutsch. Ah. Na gut, kommen wir klar. Geht es ihm gut? Er deutet auf Robbie Gilmore und seine Verbände. Es geht mir schon wieder viel besser. Ah. Tut mir leid, was auch immer. Ich werde für Sie beten. Danke, Vater, danke. Wollen wir heute noch hin oder morgen? Halbe Stunde Weg. Gut, das ist nicht so weit, aber Mr. Gilmore, Sie sagen uns doch bestimmt, wenn es für Sie zu anstrengend wird, oder? Mr. Gilmore? Ja, ich glaube nicht, dass es ein Problem darstellt. Also es tut so oder so weh, ob ich sitze, laufe, gehe, stehe. Ja, gut gegen Schmerzen. Und er füllt eins von den Gläsern und schiebt es zu dir rüber. Ja, ich würde es mit ein bisschen was von den Schmerzmitteln, die ich aus dem Zug mitgenommen habe, zusammen einnehmen. Mhm. Bin sicher, das dämpft das alles sehr ab. Ja, der doppelt gebrannte, der dem Waage noch eine Erinnerung an Zwetschgen oder Pflaumen anhaftet. Also erstmal brennt er so, dass er dich von anderen Schmerzen ablenkt und danach schießt er mehr oder weniger sofort in dein Blut. Wunderbar. Und dann noch so ein bisschen Morphin dahinterher werfen.
Dann ist der Tag gleich doppelt so schön. Ja. Okay, Robbys Augen haben einen hellen Glanz. Seine Wangen sind gerötet. Und in mir wächst meine erste Symphonie. So geht das. Ich kann die Musik sehen. Ich kann die Musik sehen, genau. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Ich würde auch nach so einem Glas greifen. Und die auch so eine Tablette geben lassen. Ja. Ich würde ihm mal so das Papiertütchen mit den Tabletten daneben nehmen. Ja. Sind wirklich gut. Alkohol nehme ich auch immer. Die Schnäpse hier. Ich trenne lieber das zum Einnehmen und das zum Trinken. Danke. So, einen gesunden Pegel braucht man für das jetzt auch tatsächlich. Hm. Ist gut. Draußen hört ihr einen Chorgesang, der leise an- und abschwillt. Auf Serbisch vermutet ihr. Ein Chorgesang, aber nicht irgendwie so. Es klingt so nach einer Dorfweise, etwas, wozu man klatschen und tanzen kann. Ah, das ist gut. Also nicht nach Menschenopfer oder ähnlich. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt eher so. Also mein Gedanke. Ich meine, du kannst ja einen Blick rauswerfen, um zu schauen, ob da Menschen geopfert werden. Hm. Wir tun das. Vorsichtshalber. Du siehst ein junges Mädchen mit hochgesteckten dunklen Haaren gerade vorbeigehen, begleitet von einer ganzen Trupp, vor allen Dingen an Frauen, die Haare unter Tüchern verborgen. Und sie trägt einen Rock und ein Oberteil, die mit Zweigen und Gräsern und Blättern bestickt ist, beziehungsweise behangen ist. Und hält jetzt gerade vor der Tür des Nachbarhauses an, wo eine Frau herauskommt und mit einer Kelle aus einem Eimer Wasser holt und dem Mädchen über den Kopf gießt, während gesungen wird. What? Danach kriegt sie von einem Mann, der aus dem Haus kommt, ein kleines Geschenk in die Hand gedrückt. Sie tauschen ein paar Worte aus und sie geht weiter zum nächsten Haus, wo das wiederholt wird unter Gesang. Verbrauch. Kulturelle Gründe, mit ja. Sicherheit. Schreibst du über sowas auch in deinem Buch? Es wäre ein interessantes Detail, das niemand vermuten würde, wirklich so passiert. Das ist ein guter Punkt. Stimmt, neben die ganzen anderen Sachen, die niemand glauben würde, dass sie passiert. Hm. Nun, das ist der Vorteil, wenn man eher im Bereich der Fiktion unterwegs ist. Ich glaube auch, dass durchaus Talent. Danke. Man kann durchaus echte Begebenheiten hereinbringen, wo das von Vorteil ist, dass es niemand glaubt, dass es so passiert ist. Aber tatsächlich ist jetzt, wo ich den Schnaps und die Tabletten genommen habe, ist mir so ein bisschen schwer im Kopf. Und gleichzeitig leicht im Kopf. Vielleicht wäre es gut, wenn wir erst morgen fahren. Zu Großmütterchen. Wenn Sie Ruhe brauchen, Mr. Gilmore, dann sollen Sie diese Ruhe natürlich haben. Wie überaus nett von Ihnen. Ich mache mir eben nur Sorgen. Ich schenke ihr mein strahlendes Lächeln. Sie schmilzt ein bisschen. Haben Betten für sie, wenn es nötig ist. Müssen etwas zusammenrücken, aber können hier übernachten. Das wäre zu freundlich. Vielen, vielen Dank. Aber dann. Die Herrenweise bei Nacht anzutreten ist wahrscheinlich keine gute Idee. Oh. Aber dann, wenn sie nicht mehr losziehen, müssen sie mehr trinken. Sehr gerne. Ja, Prost. Klar. Der Abend trinken kann ich. Wird feuchtfröhlich und alle können mal einen Wurf auf Konstitution ablegen, Cheers. Die trinken. Gerade so, 58 und 65. Das ist ja K.O., vermute ich mal. Ja. Ich werde gut schlafen. 75, nötig 55. Mhm. Du schläfst sehr lang und laut, schnarchend und wachst am nächsten Morgen mit trockenem Mund, einer sich rau anfühlenden Zunge, pelzigen Zähnen und einem bestehenden Druck, als hätte man den Kopf in eine Weinpresse gesteckt, in den Schläfen auf. Trink sehr wenig, aber ich halte es tatsächlich überraschend gut aus. Mhm. Mit anderen Worten, es geht dir wunderbar. Und Robert Gilmore verspürt einen ziehenden Schmerz, nicht nur von seinen Verbrennungen, und das dringende Bedürfnis, noch ein paar Tropfen Laudanum zu sich zu nehmen. Gut, das lässt sich ja machen. Ja, du hast ja noch. Noch ist ja was da, genau. Und wie empfohlen, löst man das am besten in Alkohol. Ja. Kann ich davon auch ein, zwei Tröpfchen haben? Sicher. Danke.
Wunderbaren Tag wünsche ich. Halt einfach ein vorsichtig damit sein. Wenn man zu viel davon nimmt, dann will man das jeden Tag. Mehrfach. Also noch ist der Tag auf jeden Fall nicht gut. Hoffen wir mal, dass er besser wird. Euch wird am Morgen ein Getreidebrei mit Honig aufgetischt. Sehr gut. Und in die Tür steht offen und es kommen regelmäßig Nachbarinnen vorbei, die ein paar Worte mit der Ehefrau von Pater Filipovic wechseln. Pater Filipovic kommt nach einer Weile rüber. Der war offensichtlich schon sehr früh wach und in der Kirche und trägt wieder seine lange schwarze Soutane und ein Brustkreuz, das leise klimpert und an dem Stoff festgepinnt ist, als er reinkommt. Und begrüßt euch wieder mit einem jovialen Grinsen, was seinen hervorragend gepflegten, langen, braun-grauen Bart einmal spaltet und so ein buschiges Wuff-Besen aufgehen lässt. Ah, guten Morgen, guten Morgen. Also, die Wegbeschreibung, Großmutter. Und er macht sich daran, auf der Rückseite von dem Brief, den ihm Susan überreicht hat, zu skizzieren, wo ihr lang gehen müsst. Mhm. Dann gebt ihr euch noch einen kleinen Stoffsack mit Äpfeln, getrockneten Äpfeln, Nüssen und dergleichen als Wegzehrung mit und ein Stück von einer streng riechenden, sehr harten Wurst. Mhm. Komplimentiert euch dann aus dem Haus. Eine seltsame Art und Weise, Porridge zu machen. Nicht unangenehm, nur seltsam. Es ist aber nicht das Schöne an diesem Rumreisen, mal neue Dinge auszuprobieren und zu erleben. Durchaus. Das rede ich eigentlich für Schwachsinn. Ach Gott. Aber sie trinken schlimmer als die Engländer, das kann ich sagen. Ja. Nun gut, gehen wir. Ja. Zu Fuß diesmal. Dann machen wir uns auf den Weg. Der Wegbeschreibung folgend. Ja, sehr sportlich, nicht wahr? Sie sagten, Sie waren Schwimmer. Waren Sie mal bei den Olympischen Spielen? Nein, habe ich es jetzt nicht geschafft, aber in die Auswahl. Ich verstehe. Ja, eine Frau mittleren Alters kommt euch entgegen und stellt euch eine Frage. Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie auch Französisch an? Deutsch vielleicht? Schade. Französisch? Malen? Baka. Baka. Sie deutet in den Wald, in die Richtung, wo ihr wollt. Mhm. Ah. Ja. Zeig auf die Wegbeschreibung. Also die haben wir ja wahrscheinlich irgendwo vor uns. Ja, kannst du ja haben und die Nase. Baka. Schuma. Schuma, sie deutet auf die Bäume. Schuma. Das ist eine Holzhütte, die wir suchen. Mm. Drwo? Dann geben Sie ihr doch mal was zum Zeichnen. Sie geht zu einem Baum und klopft dagegen. Drwo? Holz? Drwo. Drwo? Drwo, drwo, drwo. Schuma. Wald. Wald. Ah, Wald. Schuma. Schuma znaczyti. Monster. Es gibt Monster. Wolf. Ich fange an zu lachen. Wolf auf und zeige. Es könnten auch wilde Tiere oder ähnliches sein. Wir müssen nicht gleich mit Monstern beginnen. Es muss ja nicht das Ding sein. Oder Rotkäppchen. Julius, zeig dir doch mal deine Waffe. Nein, das ist irgendwie ein bisschen sehr einschüchternd. Nein. Greift in eine Tasche, die sie mit sich trägt und holt etwas hervor. Ungefähr so groß, ein Kamm, wie er dazu gedacht ist, Haare festzustecken, der aus Knochen geschnitzt ist. Mit fein geformten Blätter- und Rankenverzierungen an dem oberen Teil. Und drückt ihn Susan in die Hand. Oh, sehr schön. Ich schaue drauf, schaue sie an und lächle. Vielen Dank, vielen Dank. Zernakosa. Zernakosa? Zernakosa. Sie sagt etwas länger, deutet dann an, mit dem Kamm ihn zu Boden zu werfen.
Ich mach das mal so. Schummer. Laune, das sollst du bei den Monstern machen. Sie neigt sich vor, kneift dir sanft in die Wange, klopft dir auf die Schulter und geht dann. Legt sich ihr Kopftuch wieder zurecht. Also, hat sie dir gerade ins Gesicht? Ja. So geil. Ja, das hat sie. Sie reibt sich die Wange, die so ein bisschen rot. Also wenn Monster kommen, sollt ihr einen Kamm auf den Boden werfen. Wie gesagt. Ja. Naja. Das ist jetzt auch nicht das Verrückteste, was ich bisher erlebt, gesehen oder gehört habe. Ich würde sagen, die Menschen hier sind sehr traditionell und solche Bräuche können von überall. Vielleicht hätten wir uns eine Kelle geben sollen. Die scheinen hier besonderen Einfluss zu haben. Kelle mit Wasser über dem Kopf. Gehen wir einfach. Ja, lass uns gehen. Gehen wir doch in den Wald. Es soll ja nicht weit sein. Also wie viele Monster sollen da schon kommen? Ich würde erst einmal mit wilden Tieren rechnen. Ich mache alle Rotkäppchen-Witze, die mir einfallen. Und ich würde das auch nicht so heraufbeschwören. Wirklich nicht. Wer hättet ja vielleicht Wein mitnehmen sollen, wenn ihr schon Rotkäppchen spielt? Stimmt. Und Kuchen. Kein gutes Verhältnis zu Märchen. Märchen sind doch etwas so Schönes. Sie machen sich permanent darüber lustig. Ja, weil es auch albern ist. Wobei ich das Märchen nicht kenne, in dem man einen Knochenkamm auf den Boden werfen soll. Wir hatten diesen Buchclub und da wurde darüber debattiert, dass es ja eine Metapher ist für die Adoleszenz des Rotkäppchens. Für die was? Vergessen Sie es. Ist das was? Ist das, war das was Unanständiges? Sehr unanständig. Also ich kenne ja primär nur die Grimm-Märchen und so schön sind die eigentlich gar nicht. Sagen Sie dieses Wort nie laut, Adoleszenz. Ich merke mir das jetzt natürlich. Es ist tatsächlich so, dass einige Märchen, die auch heute noch gebräuchlich sind, sich auf, also zumindest Glaubensdinge tangieren von Menschen, die heute noch in kleineren, sagen wir, Religionen nachfolgen. Und wer weiß, wofür es gut ist. Es sind uns seltsamere Dinge passiert bisher. Ja, da. Allerdings. Auf und weit. Ich gehe einfach vor. Gut. Mario marschiert einfach voran. Ich ahne was, aber ist egal. Der Weg ist malerisch, Mario. Er ist wunderschön. Das ist wie an einem wunderbaren Frühlingstag, in den Abruzzen spazieren gehen. Steine, die durch das Moos hervorlugen, großgewachsene Tannen und andere Bäume, die Schatten spenden. Der Boden ist weich, die Luft riecht nach Leben. Überall raschelt es. Ihr seht Häschen und Rehe, die von euch davon stieben. Und so ringelt sich der Weg in einem sanften, in Tau und Frühnebel getauchten Pastellstimmung durch den Wald. Bis ihr tatsächlich mit diesem Weg an mehreren Bienenstöcken vorbei, die etwas zurückgesetzt in dem Wald stehen und leise vor sich hin brummen und summen, als die emsigen Bienchen schon unterwegs sind und die Frühlingsblumen heimsuchen. Da seht ihr dann eine einzelne Hütte, die dort steht, sauber gearbeitet aus einem hellen Holz, das fast irgendwie schon ja, so wirkt, als hätte jemand es mit feinsten Aquarellfarben dahingeworfen, mit Schatten, die eher in einem zarten Violett zu schimmern scheinen, weil das Holz selber so silbrig ist, als dass es irgendwie traurig braun dumpf wäre. Davor ist ein sauber angelegter Garten, in dem zahlreiche junge Setzlinge stehen, die mit Zweigen und ein bisschen Gittermaschen geschützt werden sollen vor irgendwelchen vorwitzigen Nagetieren. Und ein mit Holzspänen oder Holzschnitzeln ausgestreuter Weg, der zu dem so eine kleine Stufe aus Holz führt, einer kleinen Veranda vor der eigentlichen Eingangstür. Bunt gestrichene, hölzerne Läden halten die Fenster verschlossen. Und ihr seht aber, dass aus dem etwas kleines bisschen schiefen, gemauerten Kamin, der aus einem strohgedeckten Dach herauslugt, sich duftender Rauch und Dampf erhebt, so als würde darin gebacken werden. Großmutterchens Knusperhäuschen, was soll ich sagen? Ich frage mich ja auch langsam wirklich, wie dieser Arm hier gelandet ist.
Vielleicht brauchst du ihn, um ihn zu winken. Ich mache eine theatralische Geste im Prinzip auf den Eingang zu, um die anderen jetzt vorgehen wollen, sondern ich dass wir jetzt vom bösen Wald nicht gefressen wurden. Ich decke euren Rückzug. Mhm. Sehr freundlich. Und dann klopfe ich an der Tür. Ja, du musst dich so ein bisschen unter der Traufe von dem strohgedeckten Dach drunter durchbücken und dann kannst du an der Tür klopfen. Er ist von Grüß Gott. Drin eine helle Stimme antworten. Dann wird die Tür geöffnet und vor dir steht eine junge Frau in einem bestickten hellen Kittelkleid, die dich etwas überrascht anschaut. Ich nicke so ein bisschen den Kopf. Grüß Gott. Oh. Versteht, ich hoffe, Sie können... Kleines... Kchetzer! kommt rein. Schon mal danke. Ja. Hat sie gesagt? Wir sollen reinkommen. Pater Filipovic hat uns gesagt, wir sollen hierher kommen. Filipovic? Mhm. Oh. Mhm. Tee. Ciao. Ja, Tee ist auch eine gute Sache, oder? Ich gucke mich an in die Gruppe. Tee? Ja. Sie hat schon eine... Sehr gerne. Kann heißt, was ist? Ihr seht, der hintere Teil des Raumes wird beherrscht von einem großen Ofen, teils steinern aufgemauert, aber dann darüber in modernere Teile aus Gusseisen, so mit mehreren Ringen, die man ineinander stapelt, um drauf zu kochen, und einem sehr großen Ofenklappe. Und ihr seht, dass sie auch dabei war, Dinge fertig zu machen. Da ist Teig, der unter gemusterten, bestickten Tüchern ruht auf der Fensterbank und süß und leicht säuerlich duftet. Eine kleine Schale, die schon mit kleinen Broten gefüllt ist. Und sie hat vor allen Dingen dort auch eine Kanne heißes Wasser bereitstehen. Stellt mehrere mit so einem kleinen Goldrand verzierte Gläser auf den Tisch, in die sie aus einem anderen großen Glas Sirup hineinlöffelt und das dann aufgießt. Zu einem nach Apfel und Honig duftenden Getränk, das sie euch mit einem freundlichen Nicken entgegenschiebt. Aber was euch vor allen Dingen auch auffällt, ist, es gibt noch... zwei weitere Dinge. Einmal einen großen Stickrahmen, der beiseite geschoben ist von einem bequemen Stuhl, an dem offensichtlich die Frau bis gerade gearbeitet hat, wo rechts und links zahlreiche bunte Stränge an Stickgarn dran gehangen sind, an kleinen Knöpfchen. Und mehrere tiefe Regale, die rechts und links die längliche Hütte säumen, in denen Köpfe, Knie, Ellenbogen, Brüste, Beine, manche einzelnen verlorenen Genitalien, Statuenteile unterschiedlichster Art liegen. Einige davon hängen auch unter dem Dach von Drähten herab. Alles ist voll mit Menschenteilen aus Stein. Manchmal aber auch Tierteilen. Ein Pferdekopf, der irgendwo liegt, ein einzelner Huf. Etwas, was ein Meerjungfrauschwanz sein könnte oder zu einem großen Fisch gehören. Scherzer lächelt euch fröhlich an und schiebt euch den Tee entgegen. Aber, Gott, mir ist das sehr unangenehm. Verzeiht mir meine Unhöflichkeit, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Julius Petersen und meine Freunde und ich wurden, wie gesagt, hierher geschickt, da sie uns vielleicht helfen können. Sprechen Sie vielleicht noch Englisch zufällig? Englisch, very small. Wäre in Englisch lieber als Deutsch? Grandmother comes soon. Ah, okay. Wir können also auch eher auf Englisch mit ihr reden. Das ist vielleicht für euch alle etwas einfacher. Das wäre sehr angenehm. Ich kann guten Tag sagen auf Deutsch. Und wie sagt man? Auf Wiedersehen. Ja, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mm-hmm. Wiedersehen? Aber, Nein. Wir haben nur fest... alles gut. Vielen Dank für den Tee. Sie trinkt auch. Möchten Sie einleiten? Sie können das, glaube ich, etwas besser erklären als ich. Sie setzt sich wieder an den Stuhl und zieht ihre Stickarbeit näher heran, schaut euch aber trotzdem immer noch freundlich und fragend entgegen aufmerksam, während sie kurz das Ende von dem Stickgarn, das sie hat, auf der Zunge rollt und dann frisch, feucht durch das Nadelöhr zieht. Man wird natürlich null darauf achten, seine Sprache anzupassen. wir sind gewisserweise auf der Suche nach einem Teil einer
Steinstatue. Bei einem langsam, nicht so kompliziert. Langsam reden. Sie schaut weiterhin euch an und eigentlich ohne hinzuschauen, stickt sie weiter. Wechselt die Nadel durch den Stoff zwischen den Händen hin und her. Einem rechten Arm. Einen Moment. Und ich krame auch die Zeichnung raus. Dieser Arm, nur auf der rechten Seite, auf der anderen Seite. Auf der Suche sind wir, ja. Er gehört zu einem großen Teil, große Statue. Wir sind dabei, sie zusammenzusetzen. Teile zusammenzusetzen. Too many words. So. I'm sorry. Haben Sie einen solchen Arm? Sie hat den Faden bereits schon wieder verstickt. Schiebt hinten die Nadel nochmal, um zu verhindern, dass es sich aufribbelt, auf der Rückseite durch die Stickerei hindurch und holt eine kleine silberne Schere raus. Snipp! Neigt sich vor und schaut das an, wenn sie ihre Stickerei wieder zur Seite schiebt. Ihr seht, dass sie mit sehr, sehr feinem Kreuzstich eine malerische Szene von einem Bauerndörfchen, den sogar von Uraschatz, würdet ihr sagen, stickt. Beeindruckend. Mit kleinen Leuten, die da zwischen den Häusern stehen. Kannst du meinen Wurf auf Verborgenes erkennen machen, wenn du dir das genauer anschaust, Julius? Ja. Achso, Julius, ja. Verborgenes erkennen. Modellbau. Ja, huhu. Nötig eine 51, gewürfelt eine 14. Ja, das ist Uraschatz. Das ist der frisch gefällte Baum, den du da gesehen hast. Da steht das Schwein. Und da ist die Frau, die euch den Kamm gegeben hat und sie ist in der Stickerei gezeigt, wie sie den Kamm hochhält, mit genau dem Kleid, das sie vorhin anhatte. Mach mal einen Wurf auf geistige Stabilität. Da bin ich bestimmt gut drin. Stabilität 50 habe ich noch. Extremer Erfolg für Stabilität, nur für 10, nötig 50. Oh, dann ist das gelassen. Die Leute tragen ja wahrscheinlich immer die gleiche Kleidung. Die hat nur ein Kleid. Genau. Ja, es ist halt schon noch sehr rückständig hier. Da hat man halt noch nicht so viel. Das kann ich mir schon ganz gut erklären. Das ist wahrscheinlich ihr ein gutes Kleid, weil sie nochmal gerade zur Kirche geht oder sowas. Dann hebt Kcherza den Kopf, scheint zu lauschen. Und draußen hört ihr auch etwas wie große Bettlaken, die im Wind flattern, das Knarzen von Bäumen. Und dann Schritte, klack, klack, klack. Draußen auf dem Holz erklingt jemand, der die Füße sich abtritt. Und dann öffnet sich die Tür und eine braungebrannte, recht kurz geratene, aber ausgesprochen rüstig aussehende alte Frau mit weißem Haar, das hochgesteckt ist und größtenteils unter einem Tuch verborgen, einem bunt bestickten, kommt herein. Die wirkt freundlich überrascht von eurer Anwesenheit. Entschuldigung, Oliver? Sagtest du flapp, flapp, flapp? Ist die eingeflogen gerade eben? Also es klang so, als würden draußen große Stofffetzen im Wind flattern. Ja, nee. Die haben wir natürlich nicht gesehen. Ihr habt nicht gesehen, dass da draußen Wäsche hing, das ist richtig. Ach, ja. Hinterm Haus. Aber ich habe nicht drauf geachtet, von daher. Hinterm Haus. Schon alles seine Richtigkeit haben. Ja, natürlich. So mit dir auch nur ein Kleid. Ja. Ihr Kleid ist vor allen Dingen ausgesprochen schön bestickt, so als hätte Kcherza da wochenlang dran gearbeitet mit bunten Ranken und Bildchen. Ja. Yeah. Blumen vor allen Dingen. Sie schließt die Tür hinter sich wieder und hängt eine kleine geflochtene Tasche an einen Nagel neben der Wand und kommt dann näher. Sie greift zu einer Schale, die da steht, wäscht sich die Hände darin und sagt etwas auf Serbisch, ihr habt jetzt 2 Tage lang Serbisch gehört. Ihr seid jetzt daran gewöhnt. Das klingt etwas anders, wie sie redet. Die jüngere Frau antwortet, worauf die Ältere nickt und dann recht sicher auf Englisch sagt, dann willkommen. Ist das wie ein Dialekt? Ach. Da ist eine Verwandtschaft da. Okay. Aber ihre A's klingen anders und ihre Vokale sind länger und etwas dunkler gesprochen. Und das R wirkt auch anders. Ich würde uns dann einfach mal, also
sehr dankbar dafür, dass sie Englisch spricht, uns dann einfach mal vorstellen und dir nochmal erklären, warum wir da sind, dass wir auf der Suche sind nach einem Statuenarm, um ein Set zu komplettieren. Für im Auftrag von einem englischen Professor. Sehr gerne. Ich bekomme sehr selten Besuch. Ich werde ein wenig ignoriert von den meisten heutzutage, wenn sie verstehen. Aber sie bleiben doch sicher bis zum Essen, oder? Und dann redet sie mit der jüngeren Frau, die daraufhin aufspringt und anfängt, eine große Pfanne einzufetten und Gemüse aufzuschneiden. Und die ältere Dame mit raschen Gesten die Anweisung gibt. Also Essen, wenn das Essen genauso gut schmeckt wie der Tee, dann auf jeden Fall. Ich hoffe. Nun, sie sind suchen... Sind an Zugfahrpläne gebunden, aber wir wollen nicht unhöflich sein. Sie haben ein Bild? Ja, natürlich. Eine Zeichnung. Bitte sehr. Dann schauen Sie doch mal da hinten in dem Regal. Eben noch? Ich schaue da hinten in dem Regal. Ich gehe mit. Ich will das sehen. Ja, da sind einige Arme und ihr vergleicht und auch ein paar Beine und einzelne Hände, aber nichts dabei, was dazu passt. Falsche Seite, also. das ist eindeutig nicht... Ich habe Arme in einer Kiste da, unter dem Tisch. Unter dem, ich gucke in die Kiste. Da, hinter ihm da, sie deutet auf Robbie. Platz, ja. Einen Schritt beiseite, genau in der Kiste, da. Dann mache ich mal die Kiste auf, die da direkt hinter mir steht. Ja, da sind Arme drin. Linke Arme, rechte Arme. Was suchen wir denn, links oder rechts? Einen rechten Arm. Wir brauchen rechte Arme. Moment, sie steht auf und geht zu einem anderen Regal. Hier vielleicht? Also müsste aus relativ glattem Stein sein und ich versuche das so ein bisschen zu beschreiben. Wie sehr glatt? Wie Alabaster. Ja. Die Leiter, da hinter der Tür, die Leiter. Ich hole die Leiter. Da oben. Sie deutet zu den steinernen Gliedmaßen, die direkt unter dem Firstbalken hängen. Da. Natürlich. Kann jemand die Leiter halten? Dann stelle ich mich drauf. Ich gehe da lieber hoch. Und vorsichtig. Jemand sollte halten. Genau. Mario, du hältst doch mal bestimmt die Leiter. Ich kletter da hoch. Sehe ich da den Arm, den wir suchen? Du kletterst hoch und tatsächlich, da ist der rechte Arm. Er ist mit Draht fest oben an dem Balken. Mehr oder weniger dran gestickt fast. Also sauber drum gewickelt um den Balken, um den Arm, um den Balken, um den Arm. Dann werde ich mir meine Handschuhe, die ich ja bestimmt in meinem Mantel anziehen und vorsichtig diesen Arm befreien. Gut. Zuppelst dran und ziehst, musst öfters in das Stroh, das das Dach deckt, hineingreifen. Während die alte Frau sich mit der Jüngeren unterhält, die macht schon mal die Ofenklappe auf, schürt drin das Feuer. Sie hat inzwischen einen schönen sauberen Rand aus geschnitztem Gemüse rings um die Pfanne gelegt. Die alte Dame schaut hoch, macht ein paar Schritte zur Seite, macht so ein... Ich mach mir echt Sorgen, wo es sich hier entwickelt. Und dann kriegst du den Arm endlich los und es gibt ein Knarzen und ein Knacken und in dem Stroh über dir, da bewegt sich etwas. Das ist sehr feines Stroh. Es rieselt herab. Ein paar Strähnen liegen dir im Gesicht. Das ist Haar. Das ist kein Stroh, das ist Haar. Und es gleitet beiseite und macht Platz für einen blanken Schädel, in dem leise die Zähne klappern, als er herabsinkt und der noch mit vertrockneter Kopfhaut und langem strohblondem Haar versehene Schädel von, du würdest sagen, einer jungen Frau entgegensinkt. Das Zähneklappern verbreitet sich rechts und links, die Firstbalken, die stöhnen und die einzelnen Äste, aus denen das Dach besteht. Und überall drehen sich Schädel und Köpfe und starren dich aus leeren Augenhöhlen an, öffnen ihre Münder und heulen, herzerweichend, weinen und rufen. Und währenddessen richtet sich die alte Dame auf von ihren 1,50 auf 1,80, dann über 2 Meter und greift flugs zu einer Brotschaufel,
mit der sie nach Herrn Peter Soli schlägt, der mal ausweichen muss. Okay. Ja, aber ich hätte jetzt eh gesagt, ich habe schon, zwar schon ziemlich viel Scheiße gesehen, aber... Der macht meinen Wurf auf geistige Stabilität. Genau. Und ich würde sowieso erstmal rückwärts die Leiter runterfallen. Oh, den habe ich es auch nicht geschafft. 74. Ja, das ist... zwei guter Punkte, die du verlierst. Zwei Punkte, okay. Oder... In guter Tradition. Ja. Würfel ich die 94. Die 94. Die große Brotschaufel trifft dich erst im Nacken. Du kippst nach vorne, dann wird sie dir in die Kniekehlen geschlagen und auf einmal wirst du mit Schwung auf die Eisenpfanne gehoben, die sie dann mit einem lauten Keckern in Richtung des Ofens hebt, der sehr, sehr, sehr viel größer geworden ist. Das ganze Eisen dehnt sich und du siehst, wie die Klappen, die eigentlich dazu gedacht sind, da irgendwie Zeitstreichhölzer oder so etwas reinzugeben, sich wie Augen öffnen und schließen und klackern und die Ringe oben mit einem Pfeifen und mannshohen Flammen sich erheben, während er auf seinen gemauerten Füßchen vorwärts geht und sein Maul öffnet, um dich zu packen. Ich hätte gerne eine Initiative von allen Beteiligten. Ja. Ich werde gegessen. Du wirst gegessen. Es gibt heute Pizza. Und ich mache noch mit. 60. 80. Also meine Gewandte ist 70. 75. 55. Also schnell. Ja. Dafür kann ich halt, ich bin halt körperlich relativ gut. Körperlichen Wert habe ich relativ gut. Der Rest ist bei mir. Nee. Wann ist Werner dran? Entschuldigung, 45. Also zum Schluss. 45. Vernon. Schön. Ich hätte gern einen Wurf auf deinen Mana von Patricia, von Herrn Peter Soli, der gerade zu Pizza. Ich werde gerade zu Pizza gemacht. Das ist auch schön. Das ist doch so, will doch ein Italiener sterben. Deswegen ist es ja eine Pizza. Und einen Wurf auf deine geistige Stabilität. Ach was. Was denn zuerst? Erst die geistige Stabilität. Erst die geistige. Das hätte ich jetzt auch einfach mal so. Ja. Oh, 14. Ja, das ist alles. Ich habe alles schon gesehen im Knast. Dann verlierst du nur zwei Punkte. Geistige Stabilität. Okay. Und dann kannst du einen Wurf auf deinen Mana machen. Mana, wo muss denn? Okay, trotzdem 20. 20. Dann kannst du versuchen, dann schaffst du dich rechtzeitig irgendwie von der Absurdität der Szene irgendwie zu verabschieden, um einfach die knallharte Wahrheit zu erkennen, dass du gerade in einen beheizten Backofen geschoben wirst und versuchen, von der Brotschaufel zu springen. Aber auf jeden. Mit Geschicklichkeit. Ja. Oder ausweichen, je nachdem. Darf ich? Okay. Geschicklichkeit oder Ausweichen? Geschicklichkeit hätte ich dann lieber. 79? 80 habe ich. Ja. Gut. Nicht schön, aber selten. Auf alle von euch. Du springst von der Brotschaufel herunter vor den Ofen, der mit knackenden Steinbeinchen auf dich zugewankt kommt, während Xerza, die eben noch freundlich euch Tee eingegossen hat, zu einem riesigen Messer greift und anfängt auf euch loszugehen. Auf euch von überall Zähne, Kieferknochen und andere Bestandteile aus diesem Dach herabregnen und der Boden anfängt zu wanken. Die Xerza geht auf, ich glaube, Robert Gilmore los. Der wirkt irgendwie das vielversprechendste Brathähnchen. Der hat schon angefangen, sich selbst zu garen. Der kann mal versuchen auszuweichen. Ja, da bin ich ja besonders gut drin. 16 von 27. Ist völlig easy. Oh, du weichst tatsächlich erfolgreich aus. Wirfst dich rückwärts, als sie. Und das Messer macht tatsächlich so Geräusche, als sie es schwungvoll hin und her zieht und dich dabei immer noch freundlich anlacht. Ja, ich mag sie auch. Dann ist Herr Petersen dran. Ich bin ja gerade so die Leiter runter. Du bist die Leiter runtergefallen. Oh, du bist die Leiter runtergefallen und hast dabei 4 Trefferpunkte Schaden genommen, als du unglücklich auf der Schulter und Nacken landest. Ja, ich. Knochen regnen auf dich herab. Ich würde. Ja, ich liege dir erstmal auf dem Rücken irgendwie. Autsch. Und versucht halt noch zu meiner Waffe zu greifen. Du hast immerhin den Arm in der Hand. Ja, das ist schon mal gut. Und zieh die halt raus. Ich weiß nicht, ob ich noch schießen kann. Wenn ja, würde ich auf die mit dem Messer erstmal drauf schießen wollen.
Wo habe ich denn meine Pistolen da? Faustfeuerwaffen. Ja, ist ein schwerer Erfolg. 18 gewürfelt, nötig 50. Du triffst sie. Gib ihr Schaden. Dann nimmt sie leider nur 3 Schaden. Mhm. Ja, sie zuckt tatsächlich zurück und Blut sprüht und du hörst die alte Frau laut kreischen. Nicht schon wieder. Und mit dem großen Brotpaddel in die Gruppe von euch hineinwarten, während sie inzwischen mit den Schultern unter das Dach stößt. Als nächstes beginnt die Hütte wild hin und her zu wackeln. Die hintere rechte Ecke hebt sich, dann die linke vordere. Ihr werdet hin und her geschaukelt, als das ganze Haus sich in Bewegung setzt. Und ihr müsst alle mal einen Glückswurf machen. Ich lieg schon auf dem Boden. Du liegst schon auf dem Boden, du musst keinen machen. Doch, mach auch einen, als die, 27. Als die steinernen Körperteile aus den Regalen herauszufallen. Ein regulärer beginnen. Erfolg. Ja. 7. Auch. So. Boom. Auch, easy. Auch geschafft. Gut. Wir haben mit alle Glück. Wie sieht es bei Robert und Vernon aus? Easy. 25 easy. Von 40. Ja. Gerade so geschafft. Ihr bleibt auf den Beinen, während es rings um euch Knochen, Haarfetzen, Schädelteile und dann steinerne Hände, Arme, Beine, Genitalien, Hälse, Torsobruchstücke und dergleichen regnet, die klappernd und knirschend auf dem Boden hin und her kollern, während die beiden wahnsinnigen Frauen versuchen, euch zu ihrem Essen zu machen. Susan wäre als Nächste dran. Die Tür klappt auf und zu hinter dir, mit jedem knarzenden Hin- und Herbewegung des Hauses auf, zu, auf, zu. Und du könntest schwören, dass sich die Bäume draußen bewegen oder ihr euch durch die Bäume bewegt. Also erstens würde ich gerne den Kamm zur Hand nehmen. Ja. Zweitens wäre meine Frage, habe ich irgend sowas in der Art schon mal gesehen in einem Buch, das ich gelesen habe? Bei meinem Wurf auf Bildung. Oder in einem Gemälde? Also entweder auf Bildung oder auf Okkultismus. Ich habe meinen Charakter oben weggeklickt. Ich Horst, also Bildung hätte ich 35 von 80. Mhm. Also, Gruppen von 2 oder 3 Frauen, die irgendwelche mysteriösen, hexigen Dinge machen, gibt es in sehr vielen europäischen Traditionen. Nonnen, die griechischen Vaters. Und es gibt im Slawischen einmal die Sarias, Nachtschwestern, das wären 3, aber das alles hier erinnert dich deutlich mehr an die Baba Yaga, an die slawische Hexe an sich, die vermutlich auf der Gewohnheit einer ethnischen Minderheit beruht, ihre Häuser auf Stelzen zu bauen, aber ja, das heißt, dass sie Menschen ist und in einer Hütte, die auf Hühnerbeinen läuft, wohnt und oh, Hühner! Durch die Gegend fliegen kann in ihrem Mörser. Okay, das ist schlecht, das ist ganz schlecht. Ja, dann nehme ich den Kamm und was macht die gerade? Die alte Frau? Ja. Die versucht erneut, Mario mit ihrem Brotschieber zu heben und auf die Eisenpfanne zu legen. Dann würde ich gerne 2 Dinge tun. Erstens, ich würde den Kamm hochhalten, drohend hochhalten. Vielleicht hat das irgendeinen Effekt. Und zweitens, ich würde meine andere Hand ausstrecken und plötzlich anfangen, in Zungen zu sprechen. Würde sehr, sehr, sehr unaussprechliche Sachen sagen, die keinen Sinn ergeben. Endlich alles schon, kein Problem. Durch Haar, Fett. Und dann würde ich gerne Schaden abwenden wirken. Also das heißt, ich würde mich gerne so stellen, dass sie mich trifft und nicht den Herrn Pedersoli und würde Schaden absprechen. Schaden abwenden, zaubern. Das heißt, wenn sie mich trifft, könnte ich den Schaden negieren. Schön. Hast du die Regeln für den Zauber da, oder? Ich hab das da, ja. Sehr gut. Dann, ich habe nämlich vergessen, das Grimoire bereitzulegen. Überhaupt kein Problem. Also, ich kann den wird dich Magiepunkte kosten? Genau, der wird mich Magiepunkte kosten und ich kann für Magiepunkte quasi, wenn ich Schaden nehmen würde, könnte ich den negieren. Okay. Ich kann auch bei jedem Angriff entscheiden, ob ich das machen möchte oder ob ich den Schaden nehme. Ja. Die alte Frau lacht auf jeden Fall.
als du anfängst, in deine Zunge zu verrenken, an verschiedenste Sachen zu sagen, neigt sich langsam herunter. Ihre Zähne sind spitz und sie hat viel zu viele davon im Mund. Und ihre Augen haben, du könntest schwören, mehrere Pupillen, fast so als wären zahlreiche kleine Spinnenaugen in jedem ihrer Augäpfel gefangen. Da spricht sie Worte von jenseits der Nacht. Weiß sie, welch Geist sie ersonnen? Weiß sie, welch Kehlen sie einst gesprochen haben? Weiche, sage ich einfach nur. Und halte diesen Kamm hoch, ja? Du bist nur Mensch, spuckt sie dir entgegen. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Du spürst einen feuchten Film, schleimig, der sich auf dich legt. Aber Robbie Gilmore ist dran. Ja, ich habe auf die Kamm-Action gewartet, würde aber die Gelegenheit nutzen, um beliebigen Teller oder irgendwas vom Tisch zu nehmen und ihn auf dem Hinterkopf der älteren der beiden Damen zerschlagen. Dafür musst du dich sehr strecken, die ist inzwischen über 2 Meter groß, deutlich. Dann trete ich in die Kniekehle. Gut, Handgemenge. Handgemenge. 16 von irgendwas reicht auf jeden Fall. Das sieht hervorragend aus und sie hat überhaupt nicht damit gerechnet. Ja. Dass der Snack sich wehren würde. Ja. Mache ich irgendwie Schaden oder möchtest du sie einfach umfallen lassen? Na, oder? Du kannst ihr Schaden geben und dann schauen wir mal, was weiter passiert. Gut, das ist Handgemenge Schaden. Ein W3 plus Stärkebonus. Stärkebonus ist. Wo wahrscheinlich null Stärkebonus bei dir. Ja, genau. Dann 2. Ja, du trittst in die Kniekehle und du hörst ein Knacken eher, wie wenn man mehrere dünne Ässchen durchbricht, als von Fleisch, als sie auch das Bein leicht einknickt. Sie geht auf ein Knie und dreht sich dann um und ihr Auge mit den vielen kleinen Punkten darin rollt in deine Richtung, während ihr Mund bis zum Ohr hoch grinst und diese Reihe von spitzen, wie Nadeln ineinander greifenden Zähnen zeigt. Oh, wenn es kämpft, wird es besonders lecker. Was möchte Vernon machen, der da steht, während seine Cousine auf einmal in Zungen spricht und sich mit Monstern unterhält und hinter ihm die Tür aufklapp, zu klapp, aufklapp, zu klapp, das Ganze mit einem Rhythmus unterlegt? Dass so manchmal seltsame Dinge von sich gibt, bin ich ja nun schon gewöhnt. Noch ist ja nichts passiert, was mich da irgendwie was anderes glauben lässt. Ich habe auch meinen Wurf auf geistige Stabilität gerade so geschafft und war so frei, auch mal den Bildungswurf zu machen, den ich auch geschafft habe. Also, so dass man zumindest sagen könnte, okay, Märchengeschichten sind mir bestimmt auch schon mal untergekommen als Schriftsteller. Was ich jetzt machen würde, da die ältere Frau jetzt ja ein bisschen eher so in meiner Schulterhöhe, zumindest weiter in meiner Schulterhöhe gekommen ist, ich würde sie gerne Richtung Ofen rammen, weil ich stehe ja vermutlich so, dass ich einfach nur nach vorne rennen müsste und sie da... Dann mach Handgemenge. Ich Handgemenge. Das kann nicht schief gehen. Burnham ist da extrem gut drin. Aber wenn man eine 20 von 25 würfelt, ist das egal, dass man da schlecht drin ist. Oh, ja. Du läufst vorwärts. Du hast zwar selber in die Rugby gespielt, aber du hast vielleicht anderen Leuten dabei zugeschaut. Stimmt. Dass man mit der angewinkelten Schulter gegen jemanden rennt und sie kippt tatsächlich. Kulturell nimmt man das so auf. In ihrem Knien langsam rückwärts, rudert mit einer Hand, greift damit in das Maul von diesem Ofen rein und stößt dann einen schrillen Schrei aus, als ihre Hand in den Flammen landet. Und dann schreie ich nur noch raus. Das ist vermutlich alles, was ich machen kann in meiner Runde. Ja. Ich muss ja auch noch irgendwie aufrappeln. Die alte Frau schrumpft und ist jetzt damit beschäftigt, tatsächlich sich aus den Flammen wieder zu befreien. Wedelt mit dieser brennenden Hand und schreit, während die Jüngere zu einem der Teekanne greift und den über ihre Mutter oder Großmutter schüttet. Was macht denn Mario? Damit hat sie ja wohl aufgehört, mich, auf den... Zu traktieren, ja. Genau. Zu deinen Füßen liegt noch die Pfanne mit den Gemüseschnitzen, die dazu gedacht waren, mit dir gereicht zu werden. Mhm, ja, dann ist das jetzt meine Pfanne. Oder ist sie jetzt auch so riesig groß, dass sie in die Hand nehmen kann? Nein, du könntest sie in die Hand nehmen. Du bist ja auch ein proper, starker Junge. Ja, dann gibt's jetzt den Move, der meinem Namen angemessen ist. Und mit der Pfanne volle Granate. Ja. Mhm, Handgemenge.
Wollen wir nochmal gucken. Ich würfel aber auch einen Müll zusammen. 93. Du würfelst einen Müll zusammen. Das ist, das freut mich sehr. Jetzt muss ich mal eben gucken. Wenn es nichts wird, nimmst du bitte einen Schicksalspunkt. Das ist ein so guter Move. Ja. Es ist großartig. Wir haben ja, glaube ich, ein paar davon. Mhm, passt ganz genau. Ist auch wieder kein schöner, ist wieder kein schöner Move. Aber okay, passt ganz genau. 70 und 70. Drei Rerolls. Ist es nicht schön? Und jetzt fliegen zwischen den steinernen Händen, Beinen, anderen Körperteilen, den Schädeln und den Haarstroh auch noch Kartoffel- und Rübenschnitzer in alle Richtungen davon und Möhrchenteile und vermengen sich mit dem Tod und dem Stein, die auf dem Boden verteilt sind. Aber mit einem Dong triffst du die Hexe im Gesicht. Ihr Kopf wird tatsächlich mit so einem Knack, 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 Knack auf den Rücken gedreht. Ja. Worauf sie jetzt mit ihren verbrannten Händen und langen Krallen einfach blind in deine Richtung greift, während die Jüngere mit einem Schrei und dem Messer in der Hand vorwärts springt. Jetzt kannst du mal ausweichen. Oder falls du einen Gegenangriff machen willst. Ich gehe erstmal an die Seite. An die Seite ist eine super Idee. Ausweichen. So, 12. Boom. Ja, du weichst tatsächlich knapp beiden Angriffen aus und springst dabei rückwärts seitlich gegen die Tür. Dein Schuh rutscht einmal so kurz auf einem Knie einer Statue aus oder sonst irgendetwas, rutscht auf den Mengen an Haar von toten Frauen, das hier herumliegt. Aber du hast dich aus dem Kampf zurückziehen können. Was macht Julius Petersen, der immer noch am Boden liegt und den Arm der Statue umklammert hält? Ich würde auch noch weiter auf dem Boden erstmal schießen bleiben, also auf dem Rücken, und weiter auf die Jüngere mit dem Messer quasi schießen. Ich habe es nicht geschafft. Ich würde tatsächlich einen unserer Schicksalspunkte nutzen, um nochmal zu würfeln. Mhm. Gerne. Das ist auch besser. Eine 28 von 50. Mhm. Kannst du wieder Schaden zufügen? Genau, da würfel ich mal meinen 10-seitigen. Eine 9 gewürfelt, das ist, läuft doch. 9 plus, lass mich mal nachschauen. Plus 2, also 11 Schaden. 11? Die Jüngere, ne? Ja. Ja, sie macht dann und schaut auf ihre Brust, wo aus dem kleinen Einschussloch Blut zu rinnen beginnt und ihre bestickte Bluse sich langsam scharlach färbt. Sie presst die Hand darauf und schaut dich fast empört an, während sie rückwärts taumelt. Wir werden hier nicht sterben. Und da versuche ich noch ein bisschen quasi mich so auf den Boden rückwärts dich zu bewegen. Rückwärts auf die Tür. Knochen knirschen unter deinen Absätzen und unter deinen Ellenbogen. Susan. Ja. Ich versuche mir das gerade räumlich vorzustellen. Also die sind so immer noch in der Nähe von diesem Ofen, ja? Ja. Alle beide. Mhm. Und okay, dann würde ich tatsächlich, ich habe immer noch meine Hand erhoben, ich habe immer noch den Kamm in dieser Hand. Ich würde dann tatsächlich langsam rückwärts in Richtung Tür gehen und würde auch sagen, raus hier. Und würde quasi. Durch die Tür siehst du, dass ihr so anderthalb Meter über dem Boden euch bewegt. Ach, das geht ja. Und du immer wieder tatsächlich einen großen Hühnerfuß in deinem Blickfeld erscheinen siehst, als die Hütte durch den Wald rennt. Raus hier! Also, du kannst mal mit Springen würfeln. Ja, könnte ich. Ich bin nicht sehr sportlich. Sind sie schon mal aus einer rennenden Hütte gesprungen? Ja, aber ich meine, die wird ja jetzt nicht so 50. Also, sag mir, ob das so schnell ist wie ein Auto, ja? Wie ein Auto dieser Zeit. Okay, dann ist es nicht sehr schnell. Springen. Und noch nicht so hoch. Jump, okay. Hätte ich geschafft mit einer 18. Gut, du springst und rollst dich tatsächlich geschickt ab, während dann tack, 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 riesige Hühnerfüße rechts und links von dir den Boden aufreißen und die Hütte einfach über dich hinwegläuft. Tja, ich habe die Hoffnung, dass die anderen das auch machen. Wir brauchen doch nur das Bein, oder? Arm, ja. Den Arm. Ist der Plan, aber ja. Wer hat ihn denn? Den. Ich. Den hat Julius Petersen. Aber als nächstes ist Robert Gilmore dran. Ja, ich würde gerne. Ist Julius zwischen mir und der Tür oder bin ich zwischen Julius und der Tür? Julius ist zwischen dir und der Tür. Du hast zuletzt die Hexe getreten. Okay, dann würde ich gerne mit einem langen Schritt über Julius hinwegsetzen, versuchen, ihm den Arm
Also ich will ihn nicht wegreißen, aber wenn er ihn loslässt, nehme ich ihn mit. Ja. Dann springe ich einfach aus der Tür raus. Kopf auch, vor. Auch ein Wurf auf Springen. Ja, gerne. Springen. Würfel mal hier. Ja, wunderbar. Misserfolg für Springen. Gewürfelt 68, nötig wären 20. Das wären 3 Trefferpunkte Schaden. Ja, nehme ich, kaufe ich. Ja. Du bremst mit deinem rechten Ellenbogen und mit deinem Gesicht gegen den Arm. Ja, super. Mm. Autschen. Du merkst da gar nicht so viel von. Du hast immer noch eine ordentliche Ladung Medizin im Blut. Jo. Die hilft gegen den Arm, gut zu wissen. Wahrscheinlich auch deshalb die Koordination so schlecht gerade. Ja. Mr. Gilmore! Nicht auf ihr Gesicht! Okay. Ein riesiger Schatten stampft über dich hinweg. Für einen Moment glaubst du, ein Dinosaurier? Nein, einfach nur ein sehr großer Hühnerfuß. Ah, das ist kein großer Unterschied. Offensichtlich stürmt an dir vorbei und hinterlässt 3 zähige Abdrücke im Boden. Und Susan, die ein paar Schritte vor dir abgesprungen ist, läuft dir entgegen. Mr. Gilmore! Ja. Bis auf den Arm anfassen. Also, den nicht meinen ist okay, aber den anderen. Was macht Vernon? Oh, Entschuldigung. Ich würde mich fertig aufrappeln, von der Hexe abstoßen. Mhm. Und weiter einfach nur brüllen, raus, raus, raus und so an unserem neuen italienischen schlagkräftigen Freund bis an der Schulter reißen, dass er nicht in... also das mit der Klopperei lassen und mir folgen soll. Und aber ich würde nicht stehen bleiben, sondern ich würde einfach weiterlaufen und unterwegs versuchen, den Herrn Petersen auf die Füße zu helfen, irgendwie hochzuziehen oder so. Und dann, wenn ich das noch kann, rausspringen. Gut, machen wir einen Wurf auf Stärke für den Herrn Petersen. Der ist jetzt nicht der leichteste von euch. Der ist groß und breitschultrig. Ja, 31 von 35, kein Problem. Ja. Vernon hat Muggis. Ja, es gibt so leises, aber du hast jetzt schon sehr viele schwere Dinge gehoben, getragen, geworfen, bist durch eiskalte Höhlen geschwommen. Ständig rennst du vor Todesgefahren weg. Vernon ist sehr viel fitter, als er vielleicht das noch vor ein paar Monaten war. Und mindestens die Schulter ausgerenkt, aber das macht nichts, weil ich jetzt sehr weit nach unten springen werde. Ne. Das sind 4 Trefferpunkte Schaden. Alles klar. Du springst und dann trifft dich im Springen einer von den Hühnerfüßen, wirft dich zur Seite und du wirst gegen einen Baum geschleudert mit einem Knacken. Es macht ein und ein lautes, wo man nicht weiß, ob das der Ast war oder die. Oh nein! Du siehst Robert am Boden liegen, den Arm umklammert. Susan, die erst auf Robert zugelaufen ist. Robert! Oh nein! Und dann abdreht, als sie dich sieht. Vernon! Oh nein! Die alte Frau oben in der Hütte packt die junge Frau mit dem einen Arm und dreht den Kopf einfach weiter in die Richtung, in der er vorhin umgedreht worden ist, sodass ihr Hals jetzt aussieht wie so ein ausgewrungenes Waschtuch. Und schnappt dann mit diesem lockeren, schlackernden Hals, der sich lenkt in Richtung von Herrn Peter Soli mit einem lauten Kreischen. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Ausweichen. 77. Möchtest du einen von den Leuten benutzen? Noch so, ihr habt noch 2 Schicksalspunkte. Will ich. Oh Gott. Mach nicht. 85, es wird nicht besser. Hallo. Okay. Mach nicht. Ach nein. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser. Opfere dich uns. Wie viele Trefferpunkte hast du denn noch? Ich habe ja nichts verloren. Ich bin tatsächlich also jetzt verlierst du 6. Das überstehe ich. Als sich ihr Gebiss wie eine noch zusätzlich mit Stacheldraht umwickelte Bärenfalle um deinen linken Oberarm schließt und dann ein gutes Stück Fleisch herausreißt. Au. Sie kaut darauf rum und sagt, süßer, saftig, italienisch ist die beste Küche. Mama. Ich will da raus. Ich will da raus. Da raus. Springst aus dem Haus. Scheiß auf Julius. Scheiß auf dich. Ich will hier raus. Gut. Wovor springen? Ihr müsst es jetzt schaffen, ne? Ja, ist okay. Mhm. 21, das sollte gepasst haben. 40, ja, das passt. Gut. Ihr zieht zwar eine Tropfspur an Blut hinter sich her,
aber Mario Pedersoli springt aus der Hütte, wird nicht zusammengetreten von den Hühnerfüßen und landet nochmal 10 Meter von den anderen entfernt im aufgewühlten Waldboden. Was macht Julius? Der ist jetzt allein. Ich versuche jetzt auch rauszukommen. Die Hütte schwankt immer noch unter deinem Rücken. Die tote junge Frau, der du in die Brust geschossen hast, öffnet ein Auge wieder, spuckt die Kugel aus, die eben noch in ihrer Lunge gewesen sein muss, in ihrer Hand und dreht sie zwischen den Fingern hin und her. Und dann schaut sie langsam rüber zu Julius und hebt die Hand, als wolle sie die Kugel dir wieder zurückwerfen. Ich sag tschüss und spring runter. Für Kenner, spring mal da raus. Ja. Ich sag tschüss und rolle quasi ein bisschen raus, um dann runterzuspringen. Ja. Ich muss mal kurz weg. Tschüss! Ich würfe auch auf springen. Ja. Oder auf fallen. Wünscht mir Glück. Kannst es auch einfach lassen. Ja, nötig wären 20, gewürfelt habe ich eine 80. Du, einen Reroll habt ihr noch? Einer ist noch da. Dann würde ich ihn nutzen. Oh nein. Ja, ist besser geworden, aber hat nicht gereicht. Wie viele Trefferpunkte hast du noch? 3. Jetzt nicht mehr. Wir hatten nämlich nach dem letzten Mal nicht regeneriert, wenn ich mich dran erinnere. Es gibt einen... Essliches Knacken. Und Julius Petersen liegt erst einfach mal still da. Die Hütte stürmt weiter. Plump. Knack. Das Letzte, was du wahrnimmst, ist, dass du mit irgendetwas Hartes triffst. Mit deinem Kopf. Au. Schön flachgebaut. Und es eine Erschütterung gibt, die sich einmal dein Kiefer zusammenklappen lässt auf deine Zungenspitze und sich dann durch dein Rückgrat hindurch fortsetzt. Er hat was gut bei mir, ne? Ich rappel mich mal auf und schleppe mich trotz der Schmerzen so in seine Richtung. Lass den Arm einfach auf dem Waldboden liegen. Du siehst, dass das Moos, auf dem er landet, quasi sofort anfängt leicht einzutrocknen und welk zu werden. Und schleppst dich in Richtung Julius. Der Arm oder Julius? Der Arm. Ah, das beruhigt mich sehr. Julius rüttelt mal so an seiner Schulter. Der ist bewusstlos und du siehst eine große Platzwunde, wo du fast schwören könntest, dass du Knochen durch das Blut siehst an seiner Stirn. Okay. Ich nähe mal meine Wange, seinen Mund, um zu checken, ob er noch atmet. Ja, du spürst einen leichten Hauch und eine Erschütterung, als so 50 Meter entfernt die Hütte bremst und stehen bleibt. Und dann anfängt mit so einem ganz seltsamen Manöver, wo immer ein Fuß sich hebt und die anderen leicht scharren, zu wenden beginnt. Für irgendwas muss dieser Kamm gut sein, Susan. Tu was damit. Ich begebe mich in Position, nachdem ich sowohl meinen Schwarm als auch meinen Cousin bemitleidet habe und stelle mich in diese Schneise, die diese Hütte hinterlassen hat, in den Wald. Immer noch meine eine Hand erhoben, immer noch den Kamm über dem Kopf. Und warte erstmal, bis die Hütte wieder auf mich zukommt. Die Hütte geht jetzt langsam auf dich zu und dann fliegt die Tür auf. Und die alte Frau wirft eine große steinerne Schale hinaus, die in der Luft hängen bleibt. Und tritt dann mit einem blanken, knöchrigen Fuß auf die Kante davon, in der rechten Hand einen metallischen Stößel. Mach das, was die Frau mir mit dem Kamm gezeigt hat. Sie hat gesagt, ich soll den werfen, richtig? Ja. Auf den Boden, aber nicht auf den... Mhm. Ja. Schmeiß ihn auf den Boden. Ja. Mit den Zinken landet er im Boden. Und dann sprießen sofort kleine Rankenpflanzen empor und beginnen ihn zu umwickeln. Und dann stemmt sich einer der Bäume rechts von dir hoch. Mit einem Ächzen und Knarzen steht auf, streckt eine gigantische Wurzel, die zu einem so stammförmigen Bein wird. Und in der Rinde öffnen sich mehrere Mäuler, an deren Rändern kleine schwarze Augen blinzeln.
als die Äste anfangen, wie Tentakel umherzupeitschen. Was macht ihr, abgesehen von Stabilitätswürfen? Rumliegen. Julius Richtung, also weg von der Hütte, ja. Richtung Dorf, Richtung... Hin. Ja. Oh Gott. Ja. Stabilität. Ne? Hinterher. Warte, ihr könnt nicht mal würfeln, da gibt es nicht mal eine Probe. Ah, okay. Gut. Worauf können wir nicht würfeln? Das ist recht altmodisch hier. Ihr verliert einfach automatisch. Ivy, weil sie diejenige ist, die ihn eingesetzt hat, den Kamm. 3 Punkte geistige Stabilität und alle anderen 2. Als erst ein Baum sich erhebt, dann irgendetwas krachend, berstend, gigantisch groß, mit einer Krone aus um sich schlagenden Zweigen oder vielleicht eher Armen oder Oktopusarmen, schwer zu sagen, mit schwarzer Rinde, von der wie schwarzes Teer etwas herabtropft, Blut oder Harz oder eine Mischung von beidem. Und dann noch eins und noch eins. Diese Kreaturen auf 3 Beinen wirbelnd wie die Derwische durch den Wald pflügen oder beziehungsweise durch den Wald entstehen und sowohl den Mörser als auch die alte Frau als auch die Hütte packen und auf sie eindreschen. Es ist Zeit für uns zu gehen, Freunde. Würde mich prustend in die Höhe stemmen, vermutlich zu diesem Arm humpeln, mit offenem Mund angucken, was da passiert, den Arm wieder fallen lassen, den Arm wieder aufheben und dann an meiner Cousine reißen an dem Arm, damit wir verschwinden. Ja, guck das mit offenem Mund an und dann lässt sie sich einfach mitziehen. Aber sie hält immer noch die Hand. Mhm. Ich pack den anderen Arm und schleif dich einfach hinter mir her zu mir. Mein schlechtes Gewissen packt mich. An der Stelle, ne, heben wir Herrn Petersen, beziehungsweise helfe ich, den Petersen wieder einzusammeln. Danke. Gegebenenfalls schleppe ich ihn. Mhm. Machen wir vor Stärke. Ja. Ja. Also. Vielen Dank, Signore Petersoli. Ich nick nur noch. Und ihr rennt, während es sich hinter euch anhört, als würde ein Steinschlag auf einen Orkan treffen. Ein großer Stein rollt auch an euch vorbei, walzt mehrere Büsche um, bis er liegen bleibt. Groß genug, dass er also wahrscheinlich mehrfach das Gewicht von Herrn Petersen ausmachen würde. Und bei dem Schwung, den er hatte, auch locker alle Knochen gebrochen hätte. Bäume stürzen und fallen und ihr hört ein seltsames, pfeifendes Geräusch, das sich immer wieder wiederholt und das Knarzen von Zweigen, das laute keifende Lachen von der alten Frau, bis ihr dann den Rand des Waldes erreicht und vor euch die Obstbäume und die kleinen Häuschen von Oraschatz seht. Ist die Gute noch da? Ach nee, hier sind wir hingelaufen, ne? Oder nee, da hat sie uns hingefahren. Aber die Gute ist wahrscheinlich nicht mehr da. Die war ja gestern da. Ja, die hat euch bis in den Ort gefahren, ja. Ich würde nicht aufhören zu laufen, es sei denn, niemand stoppt mich. Die Dorfbewohner schauen euch zwar entgegen, rufen euch auch Fragen entgegen, aber sie greifen jetzt nicht nach dir. Du wirst dann wahrscheinlich unaufgehalten durch den Ort joggen. Ja, ich darf mich erst mal herziehen. Bis zur Bahnstation, wenn es sein muss. Ihr rennt. Und als ihr aus dem Ort herausrennt, verfolgt euch eine Schar Hühner. Gackernd und flatternd und kreischend. Julius Petersen wird weiterhin durch die Gegend geschleift. Nutzt sich dann bei der Bahnstation, nachdem die Hühner irgendwann außer Sicht geraten sind, immer die Zeit, sich um ihn zu kümmern, mit erster Hilfe? Ja. Wer auch immer das gut kann. Sehr gut. Kann ich das? Wo ist die erste Hilfe? Ein bisschen kann ich. Ich kann auch ein bisschen. Wie viel ist denn ein bisschen? Ein bisschen ist 50. Hey, das ist ganz schön viel. Das ist ganz schön viel. Alles gut. Dann, ich glaube, es ist das gebrochen. Ich muss mal, guck, 16. So. Ja. Genau. Ich fange einfach stumpf an, ohne irgendwie drüber nachzudenken, das zusammenzudrücken oder zu flicken, irgendwie abzubinden, was auch immer.
mit allem, was mir zur Verfügung steht, was ich also da habe, und sag da einfach gar nichts mehr. Irgendwann einfach mal hier halten, drücken Sie mal da drauf und halten Sie das fest und. Mache ich. Gut. Gehorche einfach. Herr Petersen kann mit einem Trefferpunkt wieder das Bewusstsein erlangen, während er auf dem hölzern gezimmerten Bahnsteig südlich von Urashas erwacht. Während Mario Pedersoli sich über ihn beugt. Ein blutiges Wischtuch in der Hand. Ich gucke momentan einfach erstmal völlig sprachlos noch hin, spüre, dass ich, also bin mir nicht sicher, ob ich alle meine Arme, Beine und momentan auch richtig spüren kann. Guck dich an und sag, grüß Gott. Sie sind alle rausgekommen. Ja. Gut. Gut. Mit einem leisen Singen der Schienen kündigt sich ein Zug an, der dann auch recht schnell um die Biegung kommt. Langsam hat das Bremsmanöver schon eingeleitet mit einer fetten Wolke aus Dampf, die sich über der Zugmaschine erhebt. Mehrere andere Leute kommen jetzt auch auf den Bahnsteig und schauen sehr verwirrt und überrascht in eure Richtung. Eine junge Frau, die einen geflochtenen Korb voller Hühner auf den Rücken trägt, kommt auch näher und will offensichtlich fragen, ob sie helfen kann, als sie alle von den Hühnern zurückzuckt, die auch anfangen, aggressiv zu kreischen und mit den Schnäbeln nach den Verschlüssen des Korbes zu picken, weicht sie auch wieder zurück. Sitzt da nur mit in irgendeiner Jacke oder so diesen Arm umklammert und starre so ins Nichts und fragt dann irgendwann... Ich nehme an, dass du noch neben mir bist. Wenn nicht, ist es, ja, frage ich es einfach, ja, ins Leere. Ja. Sicher, dass du mit uns mitreisen willst? Vernon, wo in der Welt würde ich sonst sein wollen? Und dann lege ich meinen Kopf auf seine Schulter und starre ins Leere. Der Zug hält für euch. Bereit, euch zurück nach Belgrad zu bringen. Zum Orient Express. Ihr euch nach Süden bringen wird. Nach Byzanz, Konstantinopel, Istanbul. Ein Kopf fehlt euch noch. Die Reise ist fast vorbei. Und damit sind wir auch für heute durch. Vielen Dank, dass ich euch mit der Baba Yaga durch den Wald jagen durfte. Ich meine, das ist nicht meine Idee. Das ist offiziell das Abenteuer. Dass die Baba Yaga und der Shub-Niggurath-Kult sich in der Nähe von Belgrad eine Fehde leisten. Gratulation! Susan hat 1W10 dunkle Jungen beschworen. Not bad. War man auch nicht jeden Tag. Mhm. Nee. Nachdem sie seltsame Dinge von sich gegeben haben. Mhm. Vor allem, ich habe mir nichts dabei gedacht, als ich gesagt habe, ich bin in einem Hühnerkäfig hierher gekommen. Das war sehr cool. I give you breadcrumbs. Es war keine Absicht. Es hängt damit zusammen, dass ich mal in einem Abteil in einem Zug gefahren bin mit lauter Hühnern. Und ich habe halt gedacht, naja, ich kann nicht mit Zug hergekommen sein, die letzte Station. Also muss ich irgendwie anders gekommen sein. Und dann hatte ich so die lustige Idee, ach ja, ich bin irgendwie so mit in einem Hühnerkäfig mitgefahren, der auf die Straße runter. Oh, wie großartig. Aber es ist fantastisch, dass es so gut reingepasst hat. Ja, das mache ich nie wieder. Es gab auch durchaus Leute, also mindestens einen Leute habe ich gesehen im Chat, die so waren, wenn jetzt das Haus aufsteht, dann wissen wir, was hier los ist. Ja, ich meine, es ist groß geschrieben. Es ist schon sehr, sehr klassisch oder fast Klischee. Super großartig gewesen. Ich meine, die Baba Yaga ist wahrscheinlich auch eine der bekanntesten Klischee-Hexen überhaupt. Und irgendjemand hat sich gedacht, damn, der Zug fährt nicht durch Russland. Dann nehmen wir das Slawischste, was wir kriegen können auf der Strecke hier in Serbien. Schon sehr strange. Ja, geht zu meiner Oma in den Wald. Die sammelt
Extremitäten, Statuen. Ja. Allein da hätte doch eigentlich schon alles sein müssen. Das ist schon seltsam genug, oder? Das war doch die Frage, als wir davor standen. Wie kommt eigentlich dieser Arm hier in diese Hütte mitten im Wald? Don't ask. Merkwürdig. Ja. Also die Hintergrund ist mehr oder weniger, dass sie versucht, ihre Macht dagegen zurückzugewinnen, indem sie unter anderem Artefakte sammelt. Weil eigentlich die ganze Gegend von einem Shub-Niggurath-Kult mehr oder weniger beherrscht wird. Deswegen ist auch alles so schön fruchtbar und die haben da so komische Fruchtbarkeitsriten. Mhm. Und ja, deswegen aber können dir da Leute auch antike Kämme geben, die dunkle Jungen beschwören. Und dann wird halt eine Fruchtbarkeitshexe gegen eine andere Fruchtbarkeitshexe gejagt. Nee, so im Grunde. Kann er nur eine geben. Ja, ich habe neulich übrigens erst gesehen, dass die Figur Baba Yaga vermutlich aus ganz stupidem Rassismus erwachsen ist, weil es eine ethnische Minderheit gibt auf slawischem Gebiet, wo eben irgendwie so Kräuterhütchen oder alte Damenhütchen im Sumpf auf Stelzen gebaut werden und dass das vielleicht sozusagen der Ursprung der Hütte mit der bösen Hexe, die auf Beinen durch die Gegend läuft, war. Das ist Hühner und alte Tanten, davor werde ich jetzt Angst haben. Ich meine, Hexen sind sowieso ethnologisch gesehen ein sehr interessantes Phänomen, weil es sie quasi weltweit gibt. Es gibt verschiedenste Hexen, Hexerei-Versionen auf jedem Kontinent in irgendeiner Form. Und das ist der Outsider, der sich als Insider tarnt, Archetyp. Und der sich dadurch verrät, dass man Dinge falsch rum macht. Dass die Daumen an der falschen Seite der Hand sind, dass die beim Pflanzen rückwärts gehen müssen oder dass sie Dinge nur rückwärts sagen können. Das ist total spannend. Das ist quasi das Monster, das so tut, als wäre es ein Mensch. Aber das das Draußen in das Drin der menschlichen Gemeinschaft bringt. Deswegen sind Hexen auch, wenn man es richtig macht, in Anführungsstrichen, auch echt gruselige Scheiße. Also du hast auch heute wieder extrem stimmungsvoll, gruselig, eklig das Ganze beschrieben. Ja, das muss man auch mal wieder sagen. Also großartig. Ich bin ein großer Fan von deiner gruseligen Scheiße, muss ich mal sagen. Ja, also die Hütte war echt finster. Da hätte ich auch eigentlich gar keinen Stabilitätswurf machen müssen, dass du hätte auch direkt die Punkte abziehen können. Das wäre völlig in Ordnung gewesen. Deswegen meinte ich auch, ich falle da direkt runter. Also das ist... Ja. Wir haben ja schon echt kranken Shit gesehen, aber das war heute auch schon wieder ganz weit oben. Der Chat sagt, je länger ein Charakter durchhält, desto mehr Traumata sammeln sie. Hühner, Opern, Rosen. Mhm. Irgendwann, egal was man euch entgegenhält. Ah! So, hier ist alles fruchtbar. Fruchtbar. Wir gehen. Wie lange schon? Inwiefern fruchtbar? Ich finde auch wirklich, alte Tanten ist auch wirklich leider, den begegnet man ja eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also wir werden ja niemals wieder alte Frauen sehen. Also insofern, das wird super. Oder Schnaps gereicht bekommen oder... Einen Ofen sehen. Ich habe ganz häufig mit Gift gerechnet oder so. Mario kann nie wieder Pizza essen. Ich dachte mir auch, scheiße. Ja, das mir wäre dann Brot geworden. Ist mal schön, ja genau, denn darum ging es auch im Chat. Wenn es der Petersen ist, wird es Brot, aber es ist der Petersoli, also wird es Pizza. Alter. Und dann hast du einen Griechen gemacht. Shepherd's Pie? Zum Beispiel einen schönen Pie, ja. Hi, wahrscheinlich, ja. So, ihr lieben Menschen, ich muss mal Katzen. Ja, ich würde auch die Leute jetzt weiter raiden. Ich sehe, Orkig im Geschmack ist noch online. Und mach hier direkt aus. Einmal Pizza Petersoli, bitte. Mhm. Bin gespannt, was da drauf ist. Nicht dieses Mal. Ich habe es geschafft zu überstehen. Ja. Mario lebt. Gut. Ich hätte euch ein schlechtes Gewissen gehabt, wenn es anders gewesen wäre. Bis zum nächsten Mal. Ich hatte auch ein schlechtes Gewissen. Bis zum nächsten Mal. Dann wohl wieder an einem Mittwoch. Das hier war ja ein Nachholtermin. Vielen Dank fürs Mitspielen, ihr Lieben. Ich hatte viel Spaß mit euch im Serbischen. Und googeln, was Schwarz und Ziege heißt. Ganz schnell. Und Baum und Wald. Ja, sie hat tatsächlich auf das ist das Letzte, was ich jetzt sage, bevor ich raide. Sie hat auf so gut, wie ich das hinkriegen konnte, mit der Angleichung auf Serbisch Schwarze Ziege gesagt, als sie Susan den Kamm in die Hand gedrückt hat. Srna...